Ja. So, willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 119, diesmal als Lage live aus Mainz. Herzlich willkommen, Mainz. Herzlich willkommen. Ja. Also. Ihr Lieben, ein historisches Ereignis. Willkommen zur größten Lage live bisher. Genau, hatten wir noch nie so viele Leute. Es ist eine Riesenfreude und eine Riesenehre, so viel hier begrüßen zu dürfen. Also es dürften so rund etwas über 800, ja, nördlich von 800 genau sein. Ganz, ganz toll, dass ihr alle da seid. Für die, die nicht hier sind, sondern zum ersten Mal zuhören. Du bist Ulf Burmeier. Ich bin Ulf Burmeier, genau. Ich bin Jurist, arbeite zurzeit am Berliner Verfassungsgerichtshof als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und Philipp sitzt zu meiner Linken. Philipp ist Journalist. Genau, ich bin Journalist, mache seit ein paar Jahren Podcast, arbeite vor allen Dingen viel für den Deutschlandfunk. Und wir beide kehren an dieser Stelle einmal in der Woche die Lage der Nation und die Ereignisse, die sie prägen, zusammen, so sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten. Ganz genau. Und also ich freue mich wirklich sehr über das große Interesse. Es ist ganz, ganz toll, vor einem solchen Publikum zu sitzen und darüber zu diskutieren, was das Land ausgemacht hat politisch in den letzten Tagen. Unser erstes Thema in dieser Woche führt uns allerdings an Grenzen, nämlich die Grenzen der Europäischen Union. Theresa May, die britische Premierministerin, hat verkündet, sie habe einen Brexit-Deal ausgehandelt. Aber ist die Kuh damit wirklich vom Eis, Philipp? Wir werden es rausfinden nach einer kleinen Pause. Für die Kennerinnen und Kenner, das ist die Werbepause. So, jetzt sind wir aber wirklich dabei. Stichwort Brexit. Theresa May und ihr Team haben mit der Europäischen Union einen Brexit-Deal ausgehandelt. Und da müssen wir jetzt so einen ganz kleinen Block zum richtigen Sprachgebrauch einschieben, denn da sind uns in der letzten Woche auch so ein paar Ungenauigkeiten. Ungenauigkeiten, ganz genau. Wichtig. Also man muss immer von UK reden, ja, oder dem Vereinigten Königreich, genau, wahlweise, weil Großbritannien ja nur die große Insel ist. Und UK hingegen Großbritannien plus Nordirland. Deswegen, wenn man das ganze Land meint, das ganze völkerrechtliche Gebilde, das da zurzeit noch Mitglied der Europäischen Union ist, dann muss man vom UK sprechen, weil Großbritannien theoretisch und praktisch Nordirland nicht einschließen würde. Und wo wir schon beim Definieren sind, wenn wir von einem Tag sprechen, was meinen wir da? Also naiverweise denkt man ja, so ein Tag, das ist halt so eine Einheit von 24 Stunden, ne? Nein, denkt man, aber das ist weit gefehlt. Es geht immer um den Kalendertag. Steht auch im Austrittsvertrag. Ist das so? Artikel 2, Absatz F, wie definieren wir einen Tag? Ja. Wichtig? Wichtig. Ja, ich meine, nicht umsonst hat das Ding knapp 600 Seiten. Ja. Ja. Wichtig, wie definieren wir einen Tag? Wir definieren ihn als Kalendertag, es sei denn, es wird auf Unionsrecht verwiesen, das ist anders definiert. Ah, das heißt, das Unionsrecht kann einen Tag definieren, der kein Kalendertag ist. Ja. Das ist ja da wirklich schon spannend. Auch die Briten, die sagen, die Union hat zu viel Macht. Ich würde sagen, wir brauchen ganz dringend einen Brexit-Deal, sonst sind wir am Ende nicht mal mehr sicher, was ein Tag ist. Sonst hat er am Ende 25 Stunden. Wer weiß. Also ihr seht schon, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Wir haben diese 585 Seiten des Brexit-Deal-Entwurfs mit unfassbar vielen Details selbstverständlich für euch komplett durchgeackert. Klar. Wir haben extra eine Woche Urlaub genommen, alles im Einzelnen auswendig gelernt. Wir verlinken ihn auch. Selbstverständlich. Ne? Also als PDF. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dieser Text ist bislang nur ein Vorschlag. Genau. Und es ist völlig unklar, ob dieser Vertrag jemals kommt. Wenn ihr uns beiden fragt, wir würden, glaube ich, keinen Döner drauf wetten, oder, Philipp? Nein. Ganz im Gegenteil, denn dieser Brexit-Deal, so wie er bislang auf dem Tisch liegt, ist im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland im UK sehr umstritten. Aber wenn dieser Deal kommt, dann würden eine ganze Menge interessanter Bestimmungen in Kraft treten. Und darauf wollen wir jetzt in den nächsten Minuten zunächst mal eingehen, bevor wir dann darüber sprechen, was in Großbritannien insbesondere und in Nordirland natürlich auch für heiße Diskussionen, genau, sorgt. Aber erstmal müssen wir zusammenfassen, was in diesem Entwurf drinsteht. Also das wahrscheinlichste Faktum ist noch, dass am, ja, es geht nicht lauter. Geht nicht lauter? Das wahrscheinlichste Faktum ist noch, dass am 29.03. Der Brexit formal vollzogen wird, also das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austritt. Das bedeutet, sie sind kein Mitglied mehr, sie haben kein Stimmrecht mehr, aber im Kern bleibt alles beim Alten. Es gibt die Zollunion weiter. Wenn dieser Deal kommt, wohlgemerkt. So, ne? wenn der Deal kommt. Aber erstmal heißt es, sie treten aus und haben kein Stimmrecht. Genau, wir sollten vielleicht da an der Stelle gleich diese Differenzierung einführen. Was wir jetzt erzählen, ist im Prinzip alles der Deal-Vertrag mit einer Ausnahme. Der Austritt
kommt von ganz alleine. Da gibt es nämlich so einen Automatismus. Das Vereinigte Königreich hat im März 2017 angekündigt, dass sie aussteigen wollen. Und von da an läuft eine Zwei-Jahres-Frist. Das heißt, wenn jetzt nichts mehr geändert wird daran, dann tickt die Uhr bis zum 29. März 2019 und dann ist UK draußen. Ja, wobei Sven Giegold, mit dem wir auch noch gesprochen haben, der hat, also von den Grünen in der Grünen-Fraktion im Europaparlament, den habe ich das auch gefragt, und der sagt, also, wenn sich die Briten wirklich, wie auch immer. Ja klar, da kommen wir ja gleich noch drauf. Entscheiden sollen. Ja, da kann man davon auch wieder zurück. Aber wenn die Uhr tickt jetzt, das ist nur wichtig zu wissen. Wenn jetzt nichts mehr passiert, nichts mehr geändert wird, keine Einigungen mehr zustande kommen, kein Referendum, dann, kein gar nichts. Genau, dann einfach nur alles so weiterläuft, dann würde am 29.03. diese Zwei-Jahres-Zeitbombe hochgehen und Großbritannien und Nordirland tatsächlich aus der Europäischen Union austreten. Und alles Weitere, was wir jetzt sagen, das ist tatsächlich der Brexit-Deal-Vorschlag. Genau, und ein wichtiger Vorschlag ist, dass es eine Übergangsfrist geben wird. Also die beginnt mit dem Austritt und soll gehen bis Ende 2020. Und in dieser Zeit, also knapp zwei Jahre, soll dann sozusagen verhandelt werden, ein Handelsabkommen. Was machen wir denn, wie soll denn dieser Brexit aussehen? Genau. Und da muss man sich überlegen, dann ist UK nicht mehr Mitglied der EU, aber im Prinzip wird alles Weitere erstmal verschoben. Während alle weiteren Folgen werden verschoben während dieser Übergangsphase und die Zeit soll eben genutzt werden, um ein Abkommen zu erzielen, was im Prinzip einfach mal heißt, die jetzt fast abgelaufenen zwei Jahre sind weitgehend ergebnislos verstrichen. Es gibt eben einen Brexit-Deal-Vorschlag, der im Wesentlichen beinhaltet, wir gönnen uns noch weitere ein Jahr und neun Monate Zeit, um weiter zu verhandeln. Na, das muss man sich mal überlegen. Ist jetzt kein Meisterstück der Diplomatie, dass in diesen zwei Jahren, die der EU-Vertrag ja extra vorsieht, ja, von der Kündigung quasi bis zum Wirksamwerden des Austritts, dass in dieser Zeit nichts zustande gekommen ist. In dieser Zeit, während dieser Übergangsphase, würde aber, weil ja ausgetreten, das Vereinigte Königreich kein Stimmrecht mehr in der EU haben. Alles andere würde so bleiben. Sie müssten auch weiter Beiträge zahlen. Da würde sozusagen im Kern eigentlich draus rauflaufen, mindestens für die nächsten zwei Jahre, die UK verliert seine Autonomie, statt wirklich was dazu zu gewinnen. Ja, das muss man so sagen. Ne? Also bislang konnten sie immerhin noch mitdiskutieren auf EU-Ebene, mit abstimmen, stellten zum Beispiel auch eine Richterin oder einen Richter am Europäischen Gerichtshof, hatten also die ganzen Rechte, die eben die Mitgliedschaft in der Europäischen Union mit sich bringt. Die enden, wenn dieser Beitritt tatsächlich Ende März nächsten Jahres wirksam wird. Aber ansonsten wird ja quasi der gesamte Rechtsrahmen der Europäischen Union für die nächsten 21 Monate weiter auf das UK erstreckt. Die Frage ist aber, Philipp, wird denn das eigentlich klappen? Wird man denn bis Ende 2020 tatsächlich ein Abkommen aushandeln können, das die weiteren Verhältnisse zwischen UK und Rest EU regelt? Wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, diese Übergangsphase zu verlängern. Da gibt es dann ein Gremium, in dem beide Seiten gleichermaßen drin sitzen und die können beschließen, wir verlängern diese Übergangsphase, verhandeln also weiter. Das kann im Kern unbefristet lange gehen. Beenden können diese Übergangsphase nur beide zusammen. Mhm. Also weder England oder Vereinigte Königreich kann sagen, so, das reicht uns jetzt, wir sind raus. Oder die Europa kann das machen, sondern sie müssen beide sagen, wir beenden das jetzt hier, entweder mit Vertrag oder ohne. Und wenn man ganz ehrlich ist, klingt das für mich alles wie ein ziemliches Gewürge. Aber zur Bewertung kommen wir gleich noch. Insbesondere ist das Ganze natürlich extrem frustrierend. Wir haben es gerade schon gesagt, weil das Vereinigte Königreich eben Autonomie nicht dazu gewinnt, sondern im Gegenteil Autonomie verliert für die Brexiteers. Ne? Also die Befürworterinnen und Befürworter eines Brexits, die dürften sich ziemlich verschaukelt vorkommen, weil sie jedenfalls in der ersten Zeit im Prinzip gerade nichts an nationaler Autonomie dazu gewinnen, sondern eher noch verlieren. Wichtig allerdings auch, UK bliebe de facto erstmal in der Zollunion mit der Europäischen Union. Zwar tritt UK aus der EU aus, damit wäre die Zollunion, also quasi der zollfreie Warenverkehr, normalerweise beendet, aber der Brexit-Deal beinhaltet auch eine Klausel, wonach quasi eine Zollunion geschlossen wird, die inhaltlich genau dasselbe ist wie die Zollregeln, die sonst in der EU gelten. Das ist so ein bisschen das formale Ding, wir gehen aus der Zollunion raus, aber treten mit demselben Tag in was Neues ein, was nicht Zollunion heißt, aber dasselbe ist. Dasselbe ist. Das ist einfach
damit die Brexiteers irgendwie sagen können, ja, wir sind aus der Zollunion ja raus. Ja, ja, ihr seid auch in der Zollunion 1b, seid ihr wieder drin. Genau. Ja, okay, aber wir sind nicht mehr in der Zollunion. Das ist also wirklich, man das sieht das schon daran. Das ist Volksfront, ne? Von Judäa. Ja, ne? Genau, aber oder jüdische Volksfront, ne? Ne? Was völlig anderes, wie man weiß. Und insofern muss man sagen, es ist einer dieser vielen Taschenspielertricks, die dieses vorgeschlagene Brexit-Abkommen kennzeichnen. Und es ist im Grunde genau das, was wir in der letzten Woche auch schon kurz angedeutet haben. Da sind einfach Dinge, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen und die werden dann mit solchen Formelkompromissen aus meiner Sicht mehr oder weniger zugekleistert. Aber immerhin wäre mit dieser Zollunion das vielleicht brennendste Problem des Brexit einstweilen gelöst, nämlich das Nordirland-Problem. Wir haben das in der letzten Woche schon dargestellt. Irland ist eine große Insel. Der Süden der Insel, etwa 3/4, glaube ich, so der Landfläche oder 4/5, sind die Republik Irland, ein eigener Staat. Und dann gibt es Nordirland, was völkerrechtlich eben mit Großbritannien zusammen das UK bildet. Und zwischen diesen beiden Teilen der irischen Insel soll auf gar keinen Fall irgendeine Form von Grenze zustande kommen, einfach weil es in Nordirland viele, viele Jahre einen blutigen Bürgerkrieg gegeben hat, der jetzt seit dem Karfreitagsabkommen von, ich glaube, 1998 so leidlich befriedet ist. Und die große Sorge ist, wenn dort jetzt eine Grenze zwischen Irland und Nordirland, in welcher Form auch immer eingerichtet wird, könnte dieser Konflikt wieder aufbrechen. Und wie gesagt, das könnte man mit der Zollunion zunächst mal lösen, weil dann ja eben gerade keine Warenkontrollen stattfinden müssen. Das heißt, im Kern, ja, angenommen, diese Vereinigung tritt in Kraft. Mhm. Die tritt 2019 genau. auf. Wenn das denn so ist. So, wenn ja. das denn so kommt, dann bleibt eigentlich bis mindestens Ende 2020 alles so, wie es ist, außer die Briten haben kein Stimmrecht. Ganz genau. Das ist der Kern dieses Brexit-Deals. Und wir können alle nur hoffen, wenn das denn so kommt, dass dann ein Abkommen für die Zeit danach geschlossen werden kann. Wir haben zu diesem Thema mal jemanden gefragt, der sich damit jeden Tag beschäftigt, nämlich Sven Giegold. Der ist Sprecher der Abgeordneten für Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament und dort Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und zu so einer globalen Bewertung dieses vorgeschlagenen Abkommens sagt er Folgendes. Zweitens, wenn die Übergangsphase vorbei ist, die auch noch mal verlängert werden kann, ist gesichert, dass es keine harte Grenze in Irland gibt. Und das ist entscheidend, damit der Friedensprozess in Irland intakt bleibt. Und in der Zeit können wir eben dann einen Handelsvertrag mit Großbritannien verhandeln. Und da haben wir keine Zusagen gemacht gegenüber Großbritannien, wo man jetzt sagen könnte, da konnten die Briten Rosinenpickerei betreiben. Also die entscheidenden Punkte sind gewährleistet. So, das heißt, sagt Sven Giegold. Sven Giegold, also die EU und er und das Europaparlament, was ja auch zustimmen muss, ja, diesem Deal sagt, im Prinzip haben wir das erreicht, was wir erreichen konnten. Alle roten Linien, die wir vorher gesetzt haben, sind erfüllt. Jetzt ist die Kugel bei den Briten. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der besonders die Briten aufregt. Da kommen wir auch gleich noch zu, warum da gerade die Hölle losgebrochen ist. Und das ist dieser sogenannte Backstop. Ja, ganz genau. Wir haben ja gerade schon angedeutet, Nordirland ist ein ganz, ganz heikles Thema. Und das ist auch der Europäischen Union einfach extrem wichtig gewesen, dass da nicht der Bürgerkrieg wieder ausbricht. Deswegen hat man sich gesagt, na, also wir wollen ja eigentlich ein Abkommen aushandeln bis Ende 2020. Aber wenn das jetzt nicht klappt, was ist denn dann? Und dazu gibt es jetzt eben bestimmte Auffangregelungen, die dann in Großbritannien gerne als Backstop bezeichnet werden. Genau, also in Nordirland wahrscheinlich auch. Nicht nur 2020 nicht schaffen, sondern dann auch wir sozusagen vielleicht noch eine Verlängerung vereinbaren. Oder aber jedenfalls, wenn da gar nichts zustande kommt. Und wenn wir da dann sagen, da kommt auch nichts bei raus, also wenn wir am Ende dastehen und sagen, wir können uns auf nichts einigen, wir einigen uns nur darauf, dass das jetzt hier vorbei ist, dann gibt es sozusagen eine Backstop-Regelung und da hat die EU gesagt, okay, also wenn das hier alles den Bach runtergeht, dann darf eins nicht passieren und das ist eine Grenze zwischen Nordirland und Irland. Genau, und deswegen soll es stattdessen, und das war was eigentlich die Briten verhindern wollten, de facto eine Grenze geben zwischen Nordirland und Großbritannien, was im Kern so ein bisschen so ist, als wenn jetzt, keine Ahnung, zwischen Bayern und dem Rest des Bundesgebiets eine Zollgrenze entstehen würde. Denn die Regelung, die da... Schöne Idee eigentlich, können wir drüber... Also, egal, aber Horst Seehofer hat ja versprochen, er tritt zurück, vielleicht wird alles besser. Das ist der Bayern-Stop. Also jedenfalls soll es nämlich folgendermaßen laufen, ja, das sind alles jetzt Backstop-Regeln nach diesem Brexit-Deal. Nordirland müsste weiter alle Vorschriften der Europäischen Union einhalten,
Während der Rest, also das ganz UK, nur in der Zollunion bliebe. Mit anderen Worten, ganz UK in der Zollunion. Nordirland soll alle EU-Vorschriften, insbesondere auch zu den Beschaffenheiten von Waren im Binnenmarkt, einhalten. Und das würde de facto bedeuten, unterschiedliche rechtliche Situationen in Nordirland und im Rest des Vereinigten Königreichs. Genau, ganz wichtig, keine Zollgrenze, weder zwischen Nordirland noch und Republik Irland, noch zwischen der Insel Irland und Großbritannien. Aber eben schon irgendwie eine Grenze für die Beschaffenheit von Produkten. Von den Produkten gilt es Sonderregeln. Ja, dass also die Produkte in Großbritannien irgendwie anders sein dürfen und die in Nordirland anders sein müssen, wenn sie denn nach Irland zum Beispiel transportiert werden müssen. Ja. Bestimmte andere Anforderungen. Also ihr hört es schon. Wir haben jetzt bestimmte Aspekte dieses vorgeschlagenen Brexit-Deals wohl 3 oder 4 Mal gesagt. Das liegt einfach daran, weil das wahnsinnig kompliziert ist und weil diese Kompromisse, die da gefunden worden sind, wenn man ehrlich ist, in vielerlei Hinsicht einfach Augenwischerei sind, Formelkompromisse sind, wo man wirklich die Quadratur des Kreises versucht hat. Deswegen haben wir es versucht, jetzt einfach mehrmals zu sagen, weil es beim ersten Hören alles so völlig kontraintuitiv ist, so unverständlich ist. Philipp, wie das würdest denn du das jetzt? Die sind das gewohnt. Ja, das aber ich finde eigentlich das immer ganz schön, wenn man versucht, wie heißt das Neudeutsch, anschlussfähig zu bleiben. Philipp, wie würdest du denn diesen ganzen vorgeschlagenen Deal jetzt bewerten? Also schafft er denn jetzt wirklich die Rechtsklarheit, also die wir uns alle erhofft haben? Also ich finde, dass das Ärgerlichste daran ist eigentlich, dass wir mindestens für die nächsten 2 Jahre eigentlich genau in diesem Limbo-Zustand bleiben, wie wir in die letzten 2 Jahre waren. Nämlich, ja, UK ist raus, das Vereinigte Königreich ist raus, aber was danach kommt, ist genauso offen wie jetzt. So. Und die Wirtschaft steht genauso da und überlegt, kommt denn 2020 jetzt was? Was kommt da? Kommt es vielleicht auch erst 2021 oder 2022? Was kommt da? Niemand weiß es. Wieder keine Klarheit. Und auf der anderen Seite muss man sagen, mehr raus aus der EU geht im Grunde kaum, wegen des ansonsten nicht lösbaren Nordirland-Problems. Ja? Deswegen ist eine Kritik an dem Brexit-Deal, finde ich, auch extrem schwierig, weil man halt sagen muss, ich wüsste nicht, wie es noch weitergehen soll. Aus der Sicht der Brexit-Befürworter wird im Wesentlichen eigentlich nur eines ihrer Kernanliegen tatsächlich befriedigt. Das ist nämlich das Ende der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ja, also insbesondere in der Brexit-Kampagne war ja ein ganz starker Punkt, dass man ziemlich offen gewettert hat gegen Migration, insbesondere aus dem Süden der Europäischen Union. Ja, Rumänen raus und so waren da so die Schlagworte. Und das würde tatsächlich klappen. Also nach Ende dieser 2020-Übergangsperiode, wenn da ein Abkommen geschlossen wurde, würde das tatsächlich nur eine Customs Union, eine Zollunion beinhalten. Dann würde die Arbeitnehmerfreizügigkeit tatsächlich enden. Das wäre das eine Bonbon für die Brexit-Befürworter. Aber ansonsten, muss man ganz ehrlich sagen, würden, glaube ich, auch die Brexit-Befürworter nicht so wahnsinnig viel gewinnen durch einen Brexit in dieser Gestalt. Und dazu aber nochmal eine Einschätzung von Sven Giegold, ob das jetzt schlecht verhandelt ist oder ob da einfach nicht mehr zu machen war. Ja, die Eckpunkte sind so, wie man das erwarten könnte. Wir haben ja jede Menge Beispiele. Wir haben Norwegen als einige, wir haben die Schweiz, wir haben Kanada, die Eckpunkte sind ähnlich. Und was die Briten eigentlich wollten, nämlich einen weitgehenden Zugang zum Binnenmarkt, fast wie ein Mitgliedsland, aber ohne die Personenfreizügigkeit und ohne entsprechend in den europäischen Haushalt zu bezahlen, das ist ja, was die Brexiteers in Großbritannien versprochen haben, diese Variante, die steht da ganz ausdrücklich nicht, weil es die überhaupt nicht gibt. Das ist eine Fata Morgana. So sieht's aus. Klare Worte. Trotzdem gibt es im Vereinigten Königreich sehr starke Kritik an diesem Vorschlag eines Brexit-Deals. Den Brexiteers ist das nämlich nach wie vor viel zu viel näher an der Europäischen Union und viel zu wenig Autonomie. Ein weiterer Zankapfel sind die wahrscheinlich circa 50 Milliarden Euro, die das Vereinigte Königreich weiterhin an die EU zahlen soll. Das ist aber jetzt keine neue Zahlungsverpflichtung, sondern das sind im Grunde Zahlungsverpflichtungen, die sie bisher schon übernommen haben, während sie eben Mitglied der EU waren. Und ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist eine Gefahr für die Einheit Großbritanniens, beziehungsweise genau genommen muss man sagen, des Vereinigten Königreichs, einfach durch die unterschiedlichen rechtlichen Regimes, die in Nordirland und im Rest des Landes gelten würden. Ja, und wir hören nochmal Sven Giegold zu dieser Frage des Backstops. Der Backstop bedeutet, dass wenn man sich eben nicht einig ist, dass im Grunde erstmal dann eine Übergangsphase einsetzt, in der Großbritannien im Grunde weiter in diesem System verhalten bleibt, aber eben auch nicht dafür sorgen kann, dass plötzlich durch den EU-Austritt in Irland
eine physische Grenze eintritt. Und das regt. Genau, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Der Punkt ist, und genau dieser Backstop, der hat jetzt zu dieser großen innenpolitischen Krise geführt. Ja? Also, da sind jetzt diverse Minister zurückgetreten. Es steht wirklich zur Frage, übersteht May das, kriegt sie das überhaupt durch ihr Parlament? Denn das muss man sagen, dieser ganze Vertrag kann überhaupt nur leben und in Kraft treten, wenn im Dezember das britische House of Commons, das Parlament, dem zustimmt. Klar. Ja. Sonst, ja, darüber reden wir gleich noch, aber das ist jetzt sozusagen die entscheidende Frage. Theresa May hat in ihrem Kabinett vorgelegt, also der Versammlung ihrer Minister, die haben da zähneknirschend, haben die das abgenickt mit einer Mehrheit. Ja. Daraufhin sind, glaube ich, 4 oder sowas Minister zurückgetreten. Ich glaube, 2 Minister und noch ein paar Staatssekretäre oder so. Jedenfalls große Erschütterungen innerhalb der Regierungsmannschaft. Genau. Dann gibt es jetzt viele, auch aus ihrer eigenen Partei, die ein Misstrauensvotum wahrscheinlich anstimmen werden, also anzetteln werden, dass das Parlament darüber abstimmt, ob Theresa May weiter Ministerpräsidentin oder Prime Minister sein kann. Ob das durchgeht, ist unklar. Ob das beantragt wird, ist auch noch unklar. Aber da ist jede Menge Dampf unterm Kessel. Ja, also ob eine solche Vertrauensabstimmung zustande kommt, das ist, sagen wir mal, möglich, wenn auch nicht extrem wahrscheinlich. Dazu bräuchte es 48 Stimmen, was in diesem konkreten Fall bedeutet, 48 Briefe müssten geschrieben werden von Mitgliedern des House of Commons an einen bestimmten Beauftragten der konservativen Partei, der Tory-Partei in Großbritannien. Und wenn diese 48 Stimmen zusammenkommen, dann würde abgestimmt. Dort müssten aber 158 Tories Theresa May das Vertrauen entziehen, und das gilt als relativ unwahrscheinlich, letzten Endes vor allem deswegen, weil A, niemand so eine richtige Idee hat, wie ein besserer Brexit-Deal eigentlich aussehen könnte, also man steht so ein bisschen vor der traurigen Erkenntnis, mehr ist vermutlich nicht drin, die Brexiteers drehen ziemlich frei, aber keiner macht konkrete Vorschläge, wie es besser laufen könnte, genau. Und außerdem gibt es auch keine personelle Alternative. Es gibt keine personelle, und das sagt ja auch dieser Abschied zum Beispiel, ich glaube, der Independent hat das geschrieben, zu dem Abtritt dieser 2 Minister, die da gegangen sind, vor allen Dingen vom Brexit-Minister Raab, da hat der Independent das so geschrieben wie mit, also wir müssen uns das so vorstellen, wir haben hier 2 Jahre lang eine echt krasse Party gefeiert, unten im dunklen Keller, und es ging hoch her. Ja. Und jetzt Rock'n'Roll. Und jetzt wachen alle so ein bisschen auf, der Kater setzt ein, das Licht geht an, die ersten schwarzen Mülltüten werden durch die Reihen gereicht, die Kotze wird sichtbar und es werden Wischlappen durch die Reihen gereicht. Und alle sagen, rette sich, wer kann. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, oh, schon so spät, ich glaube, ich muss dringend nach Hause. Also aufräumt jetzt, ey, sorry, ich glaube, das müsst ihr machen. Das müsst ihr mal machen. Ich schreibe mal einen Brief, ich bin weg, und twitter den Brief und sage, ich bin raus aus diesem Amt. Also das ist so ein bisschen die Stimmung unter diesen Ministern. Also ob dieses Misstrauensvotum gegen May zustande kommt, das ist fragwürdig. Was viel wahrscheinlicher ist und was das viel größere Problem sein wird, ist, das Parlament wird Stand heute meiner Meinung nach diesem Deal nicht zustimmen. Das ist das ganz große Problem. Es gibt, wir haben ja schon angedeutet, viele Kritiker dieses Deals innerhalb der Tory-Partei. Es gibt noch viel schärfere Kritiker dieses Deals innerhalb der DUP. Das ist die radikale nordirische Separatistenpartei. Wir haben jetzt schon gesagt, ja? No way. Weil die nämlich sagen, also das ist ja eine Partei, die steht für eine enge Anbindung Nordirlands an den Rest des Vereinigten Königreichs. Und die sagen sich halt, also so ein unterschiedlicher Rechtsrahmen, ja, zwischen Nordirland und dem Rest des Landes kommt überhaupt nicht in Betracht. Wie unwahrscheinlich der auch sein mag. Völlig egal, ja. Kommt überhaupt nicht in Betracht. Deswegen, so einen Brexit-Deal können wir nicht unterstützen. Das Problem ist, diese DUP-Partei toleriert quasi die Regierung von Theresa May im Unterhaus. Mit anderen Worten, ohne die DUP fehlen quasi die Stimmen der in Anführungsstrichen Koalition. Ist keine Koalition, ist eine Tolerierung, aber es fehlen halt die Stimmen, die die Regierung bisher tragen. Die sie brauchen für eine Mehrheit. Genau. Und dann wäre die Frage, wie sieht es denn aus mit der Opposition, also quasi der sozialdemokratischen Partei. Die ja auch gespalten ist. Und da ist nämlich das große Problem, dass die auch nach Jahren noch keine klare Position zu Brexit hat. Das ist letztlich völlig unklar, wofür die eigentlich stehen oder auch nicht stehen. Und es ist auch unkalkulierbar, wer aus der Labour-Partei einem solchen Deal zustimmen könnte oder nicht. Mit anderen Worten, es ist tatsächlich sehr deutlich eine absolute Regierungskrise, und zwar weniger eine Krise in dem Sinne, dass der Stuhl von Theresa May wackelt, sondern vor allem deswegen eine große Krise, weil niemand weiß, wie es weitergehen soll. Genau, und das haben wir auch Sven Giegold mal gefragt, was er jetzt denkt, wie es weitergeht, und er hat Folgendes gesagt. Das weiß Gott im wahrsten Sinne. Ich glaube, das weiß wirklich Gott. Wahrscheinlich ist das erstmal der erste Schritt, ist, dass es für diesen Vertrag in Großbritannien keine Mehrheit gibt. Nachdem, wie sich Jeremy Corbyn geäußert hat im Unterhaus, gibt es da, glaube ich, auch keinen Pfad dahin. Dann
ist wirklich guter Rat teuer, weil dann steht Großbritannien entweder vor dem harten Brexit. Das wäre für uns alle schlimm, aber für die Briten wäre es noch schlimmer als für die EU. Oder sie müssen Neuwahlen machen oder sie müssen nochmals ein Referendum oder eine Abstimmung durchführen, um nochmal zu überprüfen, ob sie den harten Brexit jetzt wirklich wollen, weil der war ja nicht versprochen worden. So, genau. Und das müssen wir durchgehen. Ne? Genau, also das gehen wir nochmal einmal durch. Angenommen, also wenn das Parlament das annimmt, okay, haben wir besprochen, was passiert. Wenn genau. Sie es ablehnen, haben Sie die Möglichkeit, Neuwahlen zu machen. Das wäre zeitlich bis März wohl noch zu wuppen. Wer ist knapp, geht aber wohl nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Es gibt ja keine geschriebene Verfassung, aber nach der Verfassungstradition im Vereinigten Königreich wäre das noch denkbar. Dann gäbe es ein neues Parlament. Das könnte natürlich noch ganz knapp vor dem März 2019 diesen Deal verabschieden. Dann wird es aber extrem eng mit den EU-Institutionen. Also das wäre dann schon ein extrem holpriger Weg hin zu einem Brexit-Deal. So, oder es gäbe ein, sagen wir mal, ein neues Referendum. Das wäre auch möglich. Ja, dass sie sagen, okay, wir lassen nochmal abstimmen, jetzt kennt ihr den Vertrag, darüber dürft ihr abstimmen. Ja, oder es wäre auch eine Möglichkeit bei den Neuwahlen, dass es da so eine Fraktion gäbe, die sagt, wir wollen bleiben und die bekommt dann die Mehrheit. Aber das ist eben nicht abzusehen, weil Labour auch keine klare Position hat. Wenn Labour jetzt sagen würde, wir wollen bleiben und Labour gewählt werden würde, dann wäre das ein klares Votum, sowas ähnliches wie sozusagen so eine neue Volksabstimmung. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Nee, das ist schon deswegen so, weil ja Labour wiederum auch keine klare Position hat. So. Ne? Genau. Also. Aber immerhin muss man sagen, neues Referendum, stellen wir uns vor, es gäbe ein neues Referendum und es kommt raus, wir wollen keinen Brexit nach diesen Bedingungen. Ja, uns ist jetzt im Zuge dieser Verhandlungen und mit dem vorgeschlagenen Brexit-Deal klar geworden, was denn Brexit in der Praxis heißt, ne, und dass man eben also nicht so ein Wünsch-dir-was veranstalten kann, wie es die Brexit-Befürworter vor 2,5 Jahren erzählt haben. Wenn also den Leuten klar wird, Brexit ist doch kein Spaß und es kommt eine Mehrheit gegen einen Brexit zustande, dann stellt sich natürlich die Frage, und die ist uns auch schon verschiedentlich gestellt worden in den Kommentaren, geht denn das überhaupt? Ja, kann man denn diese tickende Uhr hin zum Brexit überhaupt noch wieder stoppen? Und da ist maßgebliche Rechtsgrundlage Artikel 50 des EU-Vertrages. Der trifft dazu aber keine direkte Aussage, sondern er lässt grundsätzlich nur eine einstimmige Verschiebung eines einmal angekündigten Brexits zu oder überhaupt eines einmal angekündigten Austritts aus der Europäischen Union. Aber man muss ganz ehrlich sagen, politisch ja, könnte man natürlich das Vereinigte Königreich nicht an einem Brexit festhalten, wenn letztlich das Land selber gar nicht mehr austreten will. Dazu nochmal Sven Giegold. Wenn die Briten das wollen, gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel. Das war auch immer klar, dass sowohl das Europaparlament als auch die Mitgliedsländer gemeinsam sagen, Europa ist stärker mit den Briten, auch wenn das immer schwierige Mitglieder waren. Also, ja, mit anderen Worten. Ja, wobei das ganz interessant ist. Wir hatten Sven Giegold unmittelbar nach dem Brexit-Beschluss im Sommer 2016 schon mal im Interview in einer der ersten Folgen der Lage der Nation. Und da hat er sich, deswegen finde ich es so lustig, da hat er sich nämlich deutlich positiver über die Briten geäußert. Er hat zwar gesagt, die waren unfassbar krasse Verhandler und haben ganz stark auf Partikularinteressen, also auf nationale Interessen gepocht, waren vielleicht so in den Verhandlungen diejenigen, die am wenigsten das Gesamtinteresse der Union in den Blick genommen haben und am meisten so, oder als einer der Staaten am meisten so die nationalen Interessen. Aber, und das war quasi die Ehrenerklärung, die er abgegeben hat, wenn irgendwas einmal beschlossen war auf EU-Ebene, dann haben sie es auch mustergültig umgesetzt. Ne? Es gibt ja ganz viel EU-Gesetzgebung, die erst noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und da sagte Sven Giegold, ich habe das nicht überprüft, ob das stimmt, aber da sagte er so aus seiner Perspektive, aus der Brüsseler Perspektive, die Briten waren insofern dann Musterschüler. Ne? Wenn irgendeine Einigung einmal zustande gekommen war, dann haben sie sich auch dran gehalten. Ja, so, und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit des harten Brexits. Genau. Also da haben wir auch Fragen zu gekriegt. Also wenn jetzt der Vertrag abgelehnt wird, wenn es wieder Neuwahlen gibt und sich niemand auf irgendwas einigen kann und dieser Vertrag nicht durchs Parlament geht und es kein Referendum gibt und es keinen Rücktritt gibt vom Brexit, dann gibt es einen harten Brexit. Und da waren auch Fragen, ja, was heißt denn das eigentlich? Und warum ist das überhaupt ein Problem? Warum ist das ein Problem? Warum klingt das hart? Kann das auch total zuckersüß sein? Hart würde heißen, es alles, was wir eben beschrieben haben, also Zollgrenze, Warenverkehr, Bewegung von Personen, das wäre alles beendet. Von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Muss man sich überlegen. Von heute auf morgen. In drei Monaten. Ja. Es müssten LKWs an den Grenzen kontrolliert werden, Leute müssten kontrolliert werden, Visa müssten wahrscheinlich irgendwie ausgestellt werden, obwohl das wahrscheinlich noch am einfachsten ist. Die ganzen Warenströme, die sich mit dabei etabliert haben, Zulieferer, die einfach über die Grenze rüberfahren, bestellen, kalkuliert haben, Lager ist auf der Straße, wir wissen genau, wie lange das dauert. All das wäre von heute auf morgen wahrscheinlich beendet, weil es einfach Zollkontrollen gäbe, weil es Personenkontrollen gäbe. Es ist völlig unklar, wie Bankgeschäfte ablaufen würden. Also
da ist, glaube ich, keinem klar, was da passieren würde. Und es würde wahrscheinlich sehr chaotisch werden. Ja, dazu nochmal, haben wir noch einen Ton von Zwicky? Haben wir nicht. Habe ich nicht eingebaut. Alles klar, okay. Gut, dann haben wir keinen Ton. Im Grunde hat Sven Giegold das gesagt, was Philipp gerade gesagt hat, ne? Was ja irgendwie für Herrn Giegold spricht. Wunderbar. So. So viel zum Thema Brexit. Man muss ganz, also ihr seht es schon, es ist nicht einfach, dieses Thema irgendwie so darzustellen, zumal in gesprochener Form, dass man ein klares Bild bekommt. Aber das liegt einfach daran, das Bild ist unklar, es liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch und der Ball, so las ich heute so im Vorübergehen im Zug, als wir hingefahren sind, der Ball liegt in London. Ja, man muss es so deutlich sagen. Meine persönliche Auffassung ist, man sollte die Menschen in Großbritannien ganz dringend nochmal und in Nordirland auch ganz dringend nochmal fragen, ob sie tatsächlich einen harten Brexit oder einen Brexit mit dem Brexit-Deal überhaupt wollen oder ob sie sagen, nein, also so haben wir uns das nicht vorgestellt, wenn das nicht so eine Art Ponyhof ist, wie man uns das damals versprochen hat, dann wollen wir doch nicht austreten und ich denke, das wäre im Grunde für alle Beteiligten das beste Szenario. Amen. Oder? Ich denke auch. Also das wäre natürlich das Fairste und das wäre, finde ich, auch zu legitimieren. Ja, also du sollst ja das Volk nicht fragen, solange bis es dir zustimmt. Ja, ja. Das ist ja irgendwie auch nicht richtig. Ja, das hat doch der damalige britische Premierminister, der ja zu Recht völlig vergessen ist, wie hieß er nochmal? David Tralala? Vergessen. Lassen wir ihn im Vergessenen. Genau. Ja, aber sinngemäß hat er ja auch gesagt, du kannst die Leute nicht so oft, oder vielleicht kannst du sie, vielleicht hat er es auch zynisch gemeint, fragst sie so oft, bis sie dir zustimmen. Aber das wäre natürlich irgendwie nicht gut. Aber hier sind einfach die Voraussetzungen völlig andere und es wäre eine Abstimmung auf einer völlig anderen, viel konkreteren, realistischeren Grundlage und die Leute hätten viel mehr die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden und dann wäre das sozusagen auch ein valides, glaubwürdiges Votum und nicht so eine Hokuspokus-Abstimmung wie im Kinderzirkus. Wie damals, vor 2 Jahren. Ne? Genau. Und dann noch gekauft mit Facebook-Manipulation aus dem Ausland und so. Wir haben es in der Lage schon diskutiert. Also, mit anderen Worten, da ist wirklich sehr, sehr unklar, was da jetzt passiert. Da kann man einfach keine Prognose geben. Also es fehlt halt nach meiner persönlichen Wahrnehmung in London einfach so ein bisschen quasi politisches Handwerkszeug. Ne? Theresa May hat sich jetzt aus meiner Sicht jedenfalls völlig versteift darauf, dieses Brexit-Votum von vor 2 Jahren, also im Sommer 2016, irgendwie umzusetzen, so nach dem Motto, ganz egal, was kommt und wenn es meinem Heimatland noch so sehr schadet, ich ziehe das jetzt durch, trotz aller Bedenken und aller Skepsis, die man gegenüber diesem Votum von damals haben kann. Und das ist aus meiner Sicht alles andere als politisches Handwerkszeug oder gar sowas wie Staatskunst. Ne? Das ist einfach im Wesentlichen formaldemokratischer Starrsinn, was sie da an den Tag legt. Und ich würde eigentlich von ihr erwarten, jetzt mal eben Führungsstärke zu beweisen und zu sagen, die Optionen liegen endlich auf dem Tisch, anders als im Sommer 2016 können wir die Menschen jetzt fundiert fragen und genau das sollte sie tun und dazu gibt es ja inzwischen auch sowas wie ein Momentum, ne? So eine gewisse, man spürt so immer mehr jedenfalls Zustimmung für die Idee, das Volk doch einfach nochmal zu fragen. Panic in the streets of London. Immerhin. Wer weiß, woher das kommt. Ja. Ich versuche jetzt mal eine heiße Überleitung. Philipp ist immer sehr skeptisch, aber eins allerdings funktioniert super. Im Vereinigten Königreich. Das ist das Handynetz, Philipp. Anders als in Deutschland. Ja, muss man sagen. Das gilt allerdings auch im Grunde weltweit. Ja, in Ägypten ist das Handynetz auch besser als bei uns. Und in Polen. Ja, das ist überall so. Und in Deutschland allerdings soll die DDR endlich mal ein Ende haben. DDR für deutscher digitaler Rückstand. Ja. Das ist ein Internet-Meme. Habe ich bildlich geklaut. Das soll jetzt endlich mal ein Ende haben und zwar mittels 5G. Ja. 5G ist der neue Mobilfunkstandard, der jetzt in den nächsten Jahren ausgerollt werden soll. Und für Mobilfunk braucht man natürlich Lizenzen. Ja. Und diese Lizenzen und der 5G-Standard sollen dazu dienen, Funklöcher zu schließen, denn wir alle kennen sie, Philipp, die Funklöcher. Ja, heute wieder live erlebt. Ja, wir sind extra mit dem Zug gefahren und haben extra versucht, das Internet zu benutzen und es hat nicht funktioniert. Lustigerweise war der Zug sogar offiziell ohne WLAN. Ne? Genau. Nicht inoffiziell, wie so wie sonst, stand sondern war der Zug App. Offiziell ohne stand WLAN. Stand schon in der App. Ja? Und genau, wir hatten, wie viele Devices hatten wir im Netz? Wir hatten mein iPad, mein Smartphone, deine mein Smartphone und die beiden Laptops. Aber jeweils mit verschiedenen Netzanbietern. Und wir hatten immer mal so ein bisschen Edge und so. Also es war schon anstrengend. Wir machen ja immer so ein bisschen Mobile Office, ne? Philipp und ich, wenn wir in Lage live haben, dann setzen wir uns immer im Zug zusammen und planen die Sendung
Im Zug. Das funktioniert im Grundsatz total gut. Super konzentriert, 4 Stunden. Ja, das macht echt Spaß, aber das Problem ist halt, ohne Internet ist das so ein bisschen blöd, unsere Quellen nochmal nachzulesen. Genau. Insofern, also, ja. Aber das soll jetzt ja alles besser werden. Denn nächste, also 2019 werden halt die Frequenzen für 5G versteigert. Und weil wir das schon wussten, ja, haben wir die Lage live extra hier hingelegt. Das wird nämlich in Mainz stattfinden. So sieht's Haltet aus. Euch fest und schnallt euch an. In Mainz findet die Auktion zur Versteigerung der 5G-Frequenzen statt. Irgendwann im nächsten Jahr. Also, und das Ganze wird veranstaltet und durchgeführt von der Bundesnetzagentur und das steht im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier. Und diese Woche hat die Bundesnetzagentur also, sagen wir mal, veröffentlicht, die Bedingungen oder die Leistungen, die Mobilfunkunternehmen bringen müssen, wenn sie sich denn solche 5G-Lizenzen ersteigern, und diese Bedingungen müssen jetzt noch am 26. November abgenickt werden, quasi offiziell vom Führungsgremium der Bundesnetzagentur, aber ich denke, das wird passieren. Und bevor wir auf die Details eingehen, noch die Frage, was denn eigentlich 5G? Ja genau, was ist 5G? Ich habe es eben kurz gesagt, das ist der neue Mobilfunkstandard, aber das ist jetzt nicht nur so ein kleines bisschen besser, sondern das soll schon wirklich der ganz große Sprung sein hin zur mobilen Internetnutzung. Die Datenraten bei 5G sollen bis zu 20 Gigabit, das sind 20.000 Megabit erreichen. Bislang, wenn man richtig schnelles Internet hat, hat man so 200 bis 300 Megabit, ne, mit LTE, mehr geht nicht. Also technisch geht, glaube ich, ein Gigabit, ein bisschen mehr als ein Gigabit. Aber in der Praxis kommen doch nicht mehr als 200, 300 Megabit an, und da hat man schon schnelles Netz, also mit O2 in Kreuzberg sind es eher so 10. Ja, also insofern muss man sagen, Faktor 100 mindestens bei der Internetgeschwindigkeit. Das darf ich sagen, dass O2 in Kreuzberg so elend langsam ist. Ich habe denen das nämlich schon 1000 Mal geschrieben und sie machen nichts dran. Deswegen kann man das, kann man es auch. So, das habt ihr jetzt sagen. Das habt ihr jetzt auch. Ja, es nervt halt. Deswegen habe ich auch gewechselt. Egal. Also jedenfalls Datenraten 100-mal schneller als bislang und vor allem aber wesentlich kürzere Latenzzeiten. Das ist das, was die Nerds als Ping kennen. Ja? Also wie lange braucht so ein Datenpäckchen, bis es vom Endgerät im Netz angekommen ist? Da sind bislang so im Mobilfunkstandard, wenn es richtig schnell ist, 25, 30 Millisekunden, häufig aber auch 50 oder 100 Millisekunden. Und jetzt sollen Latenzzeiten von unter einer Millisekunde erreicht werden. Das ist also wieder Faktor 20, 30, 50 quasi schneller. Echtzeit, ne? Ja, also das ist also richtig Echtzeit. Schnell. Genau. Und man soll diese Netze, glaube ich, auch besser managen können. Also das ist, du hast mehr Einfluss darauf, wer da mit wem kommuniziert, wer nicht mit wem kommuniziert, ob Leitungen stehen oder nicht stehen. Und das ist besonders attraktiv natürlich einerseits für Privatleute, wie wir uns alle, ja, dass wir halt an mehr Stellen schnelleres Internet mit mobilen Geräten haben. Aber es ist eben vor allem auch, und das ist so ein bisschen das Spezielle an 5G, super interessant für industrielle Anwendungen. Und warum? Das haben wir gefragt Jürgen Kuri, der ist Chefredakteur bei heise.de, also so einem großen Newsportal für Techniknachrichten aus dem Heise Verlag, und der hat dazu Folgendes gesagt. Da geht es dann um Anwendungen tatsächlich in der Industrie, dass tatsächlich Maschinen und Roboter über Funk gesteuert werden und nicht mehr über entsprechende andere Maßnahmen, und das sehr zuverlässig und in Echtzeit. Und das geht bis dahin, dass so Anwendungen möglich sind, die tatsächlich Kabel ersetzen, dass bestimmte Bereiche komplett mit Funk versorgt werden statt mit Kabeln. Es geht aber auch dann tatsächlich um Anwendungen, die eher endkundenorientiert sind. Man stellt sich nur vor, man hat eben eine Augmented Reality Brille, die über 5G-Mobilfunk mit Daten versorgt wird. Das wäre sehr schlecht, wenn es da Verzögerungen gäbe, weil dann würde das nicht mehr funktionieren, bis dahin, dass den Leuten, die Brille aufhaben, übel werden, weil das Bild nicht mehr stimmt. Das heißt, das sind auch ganz andere Anforderungen an Zuverlässigkeit. Aber so kotzende Passanten mit mir ist schlecht. Verdammt, ich habe nur Edge. Genau. Ich muss kotzen, aber diesmal ich richtig. Ich muss kotzen, ich habe Edge. Also, okay. Diese ihr seht schon, bitter. Das ist jetzt auch neu, dass die Bundesnetzagentur jetzt zum Beispiel bei der Versteigerung auch sowas vorsieht, wie dass einzelne Industrieunternehmen 5G-Netze aufmachen können. Also sowas wie der Hamburger Hafen oder so. Die können halt ein eigenes 5G-Netz betreiben, um ihre ganzen Maschinen, Computer, Sensoren, Kräne, autonome Autos, die da rumfahren, über dieses 5G-Netz zu steuern. Aber was müssen jetzt die Telcos denn insgesamt erfüllen, wenn sie sich bewerben um diese Lizenzen und sie kriegen? Ja, da gibt es immer sogenannte Lizenzauflagen, und zwar
insbesondere werden Vorgaben gemacht, wie viel Netzversorgung denn jetzt tatsächlich aufgebaut werden muss, wenn man so eine Lizenz ersteigert. Und da gibt es verschiedene Ausbaustufen. Also bis Ende 2022 sollen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgt werden, mindestens 98% der Haushalte je Bundesland. Das ist das Neue. Es gab diese Auflagen zum Beispiel auch schon bei der letzten großen Versteigerung. Flächenbezogen zum Beispiel. Flächenbezogen, und es gab bei LTE, aber da hat man zum Beispiel nur gesagt, 98% der Haushalte im Bund, und das führt dann dazu, dass halt die großen Städte als allererstes versorgt werden. Da hat man dann bums irgendwie 30, 40, 50% der Haushalte ganz schnell versorgt, und dafür sind aber bestimmte Bundesländer quasi vergessen worden beim LTE-Ausbau, ja, mit Ausnahme von einigen wenigen Städten, und diesen Fehler möchte man jetzt nicht nochmal machen, deswegen dieses Mal 98% der Haushalte je Bundesland, und außerdem gibt es dieses Mal auch Auflagen für Verkehrswege, also mit mindestens 100 Mbit bis Ende 2022 sind zu versorgen alle Bundesautobahnen, was ja immerhin einige tausend Kilometer sind, die wichtigsten Bundesstraßen und die wichtigsten Schienenwege. Das ist schon bis Ende 2022, also das ist in knapp vier Jahre Zeit hat man dann. Das ist schon mal nicht schlecht, und bis Ende 2024 sollen dann da quasi noch eine ganze Reihe Lücken geschlossen werden, also die übrigen Bundesstraßen und alle Landes- und Staatsstraßen mit mindestens 50 Mbit, Seehäfen, Wasserstraßen ebenfalls und die übrigen Schienenwege. Alle übrigen Schienenwege bis Ende 2024 mit 5G und mindestens 50 Mbit. Auch die Regionalbahn durch den Schwarzwald. Ne? Das ist schon nicht ganz unambitioniert. Und außerdem gibt es noch so kreative Dinge wie alle Bundesautobahnen und Bundesstraßen müssen zudem mit einer Latenz, also einer Pingzeit von 10 Millisekunden bis zu 10 Millisekunden versorgt werden. Stichwort autonomes Fahren. Oder irgendwie K-to-K-Kommunikation. Ne? Muss ja nicht gleich autonomes Fahren sein, aber so Hilfe, du bist zu nah auf das Auto aufgefahren, oder dass die untereinander kommunizieren können. Das geht halt nur, wenn es nahezu Echtzeit ist. Ja, also eine Nachricht, hey, du fährst zu nah auf, oder ich bremse jetzt, sollte vielleicht jetzt ankommen und nicht in 5 Sekunden. Ne? Ja. Insofern macht das schon Sinn mit dieser Latenz. Und dann gibt es noch Vorgaben, wie viele Funkstationen mindestens aufzubauen sind, nämlich 1005G-Basisstationen. In den weißen Flecken. Ach, in weißen Flecken. Genau. Das ist das Interessante, dass Sie sagen, in den weißen Flecken, also da, wo, das müsste man nochmal nachgucken, wie die definiert sind, kein oder sehr schlechtes Internet ist, die Mobilfunkbetreiber, die sich halt um diese Lizenzen bewerben, müssen 1005G-Basisstationen aufstellen und 500 Basisstationen steht, das heißt also dann wahrscheinlich LTE, um halt diese weißen Flecken bis Ende 2022 zu errichten, zu befunken. Und das ist natürlich die zentrale Frage. Führt dieses Netz, führt diese Versteigerung, führt das, was danach kommt, dazu, dass wir halt wirklich überall Internet und nicht nur Edge, sondern schnelles Internet haben? Und eine Methode, die sich die Bundesnetzagentur ausgedacht hat, beziehungsweise die auch gefordert war, war dieses nationale Roaming. Genau, also Roaming hat man natürlich schon mal gehört. Roaming bedeutet ja auf Englisch im Grunde so viel wie herumreisen, ja, sich so irgendwie so ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend bewegen. Und normalerweise versteht man unter Roaming, dass man in einem fremden Mobilfunknetz, keine Ahnung, wenn man jetzt eine deutsche SIM-Karte hat in Österreich oder in Polen, Handynetze nutzen kann. Also eigentlich ist die Assoziation so immer bei Roaming, jetzt sind wir im Ausland. Und deswegen sagte Philipp gerade, das Stichwort nationales Roaming, dass also auch innerhalb Deutschlands man ein fremdes Mobilfunknetz nutzen kann. Das gibt es normalerweise nicht. Ausnahme war vor vielen, vielen Jahren, als O2 angefangen hat, ihr Netz aufzubauen, da konnte man in bestimmten Gegenden das Netz der Deutschen Telekom mitnutzen. Als O2-Kunde. Als O2-Kunde. Und die Idee ist jetzt, okay, es gibt vielleicht Gegenden, wo sich ein Ausbau von allen 3 oder 4 Mobilfunkbetreibern, die jetzt Netze betreiben, nicht lohnt. Deswegen würde sich vielleicht rechnen, dort ein Netz aufzubauen, wenn einer ein Netz aufbaut, und die Kunden der anderen 3 oder 4, je nachdem, wie viel es da gibt, die können halt sich in dieses dort vorhandene Netz einbuchen und eben surfen. Und die quasi Netzbetreiber dieser jeweiligen roamenden Kunden müssten dann an den Netzbetreiber, der in diesem weißen Fleck das Netz aufgebaut hat, Geld zahlen. Und da war die interessante Frage, wie verpflichtend würden das sein? Wird es das überhaupt geben? Und da steht jetzt drin, Zitat, den Netzbetreibern wird ein Verhandlungsgebot zu Kooperationen aufgelegt. Mit anderen Worten, ihr müsst mal miteinander reden, aber ob ihr euch einigen könnt, ist eine ganz andere Frage. Und was wir davon halten sollen, das haben wir mal wieder einen Experten gefragt, nämlich Thorsten Gerpert von der Uni in Duisburg vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Fachgebiet Planung und Organisation. Was sagt Herr Gerpert denn zu diesem nationalen Roaming? Zum einen sind die Frequenzen, um die es jetzt geht, die 2 Gigahertz-Frequenzen und die 3,6 Gigahertz-Frequenzen, nicht geeignet, um damit weiße Flecken auf dem Land zu befüllen, weil nämlich viel zu viele Basisstationen aufgebaut werden müssten zu hohen Kosten.
Hier hat die Politik schlichtweg gepennt. Bei der letzten Versteigerung im Jahr 2015 hätte man ja bei der damaligen Vergabe der 800 MHz-Frequenzen schon entsprechende Auflagen machen können. Und jetzt zu sagen, ach, ist doch egal, koste es, was es wolle, jetzt müssen wir mal nationales Roaming machen, das lenkt einfach von Fehlern der Vergangenheit ab. Also, was er meint ist, 5G hat halt hohe Frequenzen, ja, also im elektromagnetischen Spektrum, hohe Frequenzen heißt hohe Bandbreite. Technisch möglich, ja. Aber die reichen halt nicht so weit. Die reichen halt nicht, weil die Dämpfung ist relativ hoch und du kommst nicht so weit mit diesen Dingern. Deswegen muss die Funkzellen, die gebaut werden, relativ eng beieinander stehen. Ein paar hundert Meter, Kilometer, nicht viel jedenfalls. Und was er meint, Fehler der Vergangenheit war, LTE funkt auf niedrigen Frequenzen, hat daher eine höhere Reichweite, nicht ganz so viel Datendurchsatz, aber eine höhere Reichweite. Und da hat er gesagt, da hätte man früher, wenn man die weißen Flecken hätte füllen wollen, hätte man bei LTE sagen müssen, Leute, macht das mit dem Roaming, weil da muss man nicht so viel Zellen aufbauen. Also er sagt, nee, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Der O-Ton ist ein ganz kleines bisschen missverständlich. Er meint nicht, man hätte damals nationales Roaming machen sollen, sondern man hätte ganz generell, aber jedenfalls ist es nicht grundsätzlich schlecht, wenn man jetzt nationales Roaming einführt. Es ist nur eigentlich die falsche Frequenz dafür. Ja, das ist die falsche Frequenz und deswegen sagt er auch, das ist ein zweiter Grund, warum er da skeptisch ist. Er sagt, angenommen, da gibt es einen weißen Fleck. Da lohnt sich nicht, sagen wir mal, dass alle drei Netzbetreiber da ihr eigenes Netz aufbauen, weil es einfach zu wenig Kunden gibt. Dann sagt er, okay, es gibt national, wie soll der Anreiz sein, damit ein Netzbetreiber sagt, okay, ich bin der Erste, ich investiere dort in ein Netz und muss mich dann mit den anderen drei darüber unterhalten, dass die auf mein Netz dürfen. Die zahlen mir was dafür. Aber trotzdem bin ich derjenige, der da investiert, der da hingeht. So, wo soll da der Anreiz sein? Genau, und da ist er so skeptisch. Das sieht er nicht. Genau. Und da habe ich nochmal Jürgen Kuri nachgefragt von Heise. Und der sieht das ein bisschen optimistischer. Ich hoffe, das ist der Richtige. Es ist einfach die Auflage. Das heißt, wenn Sie 5G-Netze auf bestimmten Frequenzen machen wollen, dann sagt die Bundesnetzagentur so, ab diesem Datum müsst ihr auch bestimmte weiße Flecken versorgen. Das heißt, es ist einfach eine Auflage, die die Bundesnetzagentur nach diesem Entwurf, den sie jetzt vorgestellt haben, machen kann. Es geht da gar nicht um Anreize, sondern sie wird einfach dazu verpflichtet, solche Gebiete zu versorgen. Und dann kann sie sehen, ob sie damit noch irgendwie Geld verdient. Das kann sie dann gerne machen, aber sie muss erstmal ein bestimmtes Gebiet versorgen. So, also das ist so das Argument, Sie müssen. Sie müssen ausbauen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, klar, das kann man natürlich mal so reinschreiben und dann gibt es da auch eine rechtliche Verpflichtung. Nur wenn man sich mal überlegt, wie das dann in der Praxis aussieht, dann müsste die Bundesnetzagentur das ja tatsächlich durchsetzen. Das heißt, da müssten die denen irgendwelche Verfügungen schicken, sie haben bis zum so und so vielten da Sendemasten aufzubauen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann können sie denen möglicherweise auch noch im Verwaltungswege Zwangsgelder aufdrücken. Aber ganz ehrlich, dieser ganze Verwaltungszwang ist natürlich Wahnsinn. Nicht ineffektiv und ich muss gestehen, ich sehe auch nicht, dass die Bundesnetzagentur das mit der Härte verfolgt. Ja. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, denn allein nur dadurch, dass sie das möglicherweise müssen, wird das aus meiner Sicht nicht zwingend passieren. Ich glaube da, und das Stichwort Anreize fällt ja auch schon bei Jürgen Kuri, da hätte man deutlich eher auf Anreize setzen sollen, denn solche Anreize lassen sich ja schaffen. Also ich bin, das ist ja in der Lage schon öfter gefallen, ich bin einfach ein großer Freund davon, nicht mit Verwaltungszwang zu arbeiten, sondern stattdessen einfach wirtschaftliche Anreize zu schaffen, sodass es für die Unternehmen einfach direkt vorteilhaft ist, bestimmt in sich in einer ganz bestimmten Weise zu verhalten. Ja, Neudeutsch nennt man das dann Nudging. Und da fallen einem ja spontan so ein paar Dinge ein, die man zum Beispiel bei dem Roaming regeln könnte, damit die Unternehmen großen Anreiz haben, möglicherweise auch als Erste in so einen weißen Flecken reinzugehen. Zum Beispiel könnte man nämlich sagen, der Erste, der ein bestimmtes Gebiet versorgt, bekommt einfach einen Zuschuss. Ja, ich meine mal ganz ehrlich, es ist ja ein großes Problem bundesweit und es wird inzwischen auch als Problem gesehen, dass es Gegenden gibt, die internettechnisch sehr schlecht versorgt sind. Da muss man eben möglicherweise mal ein bisschen Steuergeld in die Hand nehmen und sagen, na, der Erste, der ausbaut, der bekommt eben einen Betrag X als Zuschuss zu seinem Sendemast. Das ist richtig, kommt ein bisschen später, aber das ist ja auch das Argument, was Gerport macht. Der sagt, wir reden jetzt ja immer von 98% Abdeckung. Mhm. Ja? Davon reden wir, dass das sozusagen marktwirtschaftlich irgendwie passiert. Die Unternehmen steigern diese Lizenzen, haben bestimmte Ausbauverpflichtungen, machen das, zahlen dafür Geld, aber nehmen dafür wieder auch Geld ein. Steuermittel fließen erstmal nicht. Er sagt, diese 100% wirklich komplett Deutschland mit 5G auszurüsten, das klappt eben nur genauso,
wie du das sagst. Ja, das ist ja aber nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, auch diese Roaming-Geschichten könnte man durchaus, also es geht ja jetzt um die Frage, wer baut denn den ersten Mast? Ja. Ja, denn sonst ist, wenn keiner baut, bringt ja Roaming auch nichts. Logisch, ne? Man braucht ja irgendein Netz, in das man roamen kann. Und da war mein Gedanke, man könnte ja sagen, den First Mover, ja, den ersten, der tatsächlich in so einem weißen Fleck einen Mast aufstellt, dem könnte man ja einen Zuschuss zahlen. Und dann würden nämlich ganz interessante wirtschaftliche Effekte eintreten. Ne? Der hätte dann da eben Netzanbieter. Stellen wir uns mal vor, ja, in einer idealen Welt würde die Telekom irgendwo in so einem weißen Fleck als erste ihren 5G-Mast hinbauen und es gäbe tatsächlich ein nationales Roaming, dann würden ja die Kunden von Vodafone und O2E Plus tatsächlich in diesen Bereich reinwandern und deren Handys würden sich bei der Telekom einbuchen. Dann müssten Vodafone und O2 für ihre Kunden Roaming-Gebühren an die Telekom bezahlen. Aber nur, wenn sie einen Deal mit der Telekom haben. Ja, natürlich. Deswegen, das ist natürlich der nächste Punkt. Es muss dann so ein Roaming-Deal auch geben. Deswegen ist es ein bisschen wenig zu sagen, ihr müsst nur miteinander sprechen. Man müsste vermutlich auch sagen, ihr müsst irgendwie einen Deal finden. Aber grundsätzlich mal, kann man das durchaus durch Anreize so steuern, dass es tatsächlich für in diesem Beispiel die Telekom Sinn macht, als ersten Mast hinzustellen. Ne? Die anderen müssen dann nämlich an die Telekom zahlen. Ist natürlich ein Rechenexempel, ob sich das unterm Strich lohnt. Aber ich glaube, allein mit Ausbauverpflichtungen kann man natürlich arbeiten, aber dann entsteht wieder enormer Aufwand auf Seiten der Verwaltung. Ich fände es viel geschickter, wie gesagt, wirtschaftliche Anreize zu setzen, damit die Unternehmen sich automatisch in einer Weise verhalten, wie das volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Ein bisschen verwandt ist dieses Thema Zugang für Diensteanbieter. Also das sind diese Reseller, die kein eigenes Netz haben, sowas wie 1&1. Ja, da die mieten sich halt von den großen Netzbetreibern, Telekom, Vodafone, Telefonica, O2, mieten die sich halt sozusagen Zugang zum Netz und verkaufen den an ihre Kunden. Da war die Frage, wie kommen die denn in dieses ganze 5G-Netz rein? Und da schreibt die Bundesnetzagentur jetzt in diese Versteigerungsbedingungen, Netzbetreiber haben mit geeigneten Diensteanbietern, also 1&1 und Co., über die Mitnutzung von Funkkapazitäten zu verhandeln. So, und wieder Verhandlungsgebot. Verhandeln, ne? Aber heißt eben nicht, sie müssen auch einen Deal machen. Und da sagt Thorsten Gerpott von der Uni Bochum. Zum einen sind die Frequenzen, um die es jetzt geht, die 2 Gigahertz. Genau, das haben wir schon mal gehört, danke. Nächster. Aber wäre schön, der Ton. Ja, genau. Dass nicht nur eine Verhandlungspflicht besteht, sondern dass sie einen Diensteanbietervertrag mit unabhängigen Service-Providern schließen müssen, so wie es ja beispielsweise bei den GSM-Lizenzen 1990 bzw. 92, die damals an Mannesmann Mobilfunk und die Deutsche Bundespost Telekom gegangen sind, auch der Fall gewesen ist. So, also eine Verpflichtung, sagt er, die reinzulassen wäre gut. Da sagt die Bundesnetzagentur, ist so europarechtlich nicht ganz einfach. Kartellamt, also der Chef vom Kartellamt, Andreas Mund, hat der FAZ gesagt, ja, ginge schon. Also nationales Roaming- und Zugangsverpflichtungen, das sei auch für Drittanbieter in der EU durchaus schon als Auktionsauflage akzeptiert worden. Also hätte man wohl machen können, steht jetzt nicht drin. Klar ist nur, die Einnahmen aus dieser Versteigerung werden wahrscheinlich ein bisschen geringer ausfallen, ja, weil die Auflagen eben doch relativ hoch sind, auch nochmal nach oben gestockt worden zu den ersten Entwürfen. Und die sollen aber in einen Fördertopf für schnelles Internet fließen, aus dem die Bundesregierung dann eben Glasfaser fördern will. Ja. Ja, was eben, das ist ja so die zweite große Baustelle, die bisher auch nicht richtig komplett kam, aber da sagt Gerpott, da haben sie jetzt sozusagen die bürokratischen Hürden so weit abgebaut, dass wenn man da jetzt mehr Geld drauf wirft, dass das tatsächlich auch besser vorangeht. Im Bereich Glasfaser. Im Bereich Glasfaser. Aber wenn wir jetzt mal beim Bereich Mobilfunk bleiben, da bin ich ja so ein bisschen skeptisch, ob das so eine richtig smarte Idee ist mit der Auktion. Ne? Die Idee bei der Auktion ist ja, viele Leute nehmen teil, viele Unternehmen, die treiben gegenseitig sich in die Höhe, was den Preis angeht. Und dann fließen die Milliarden in die Bundeskasse. Das ist ja wunderschön, wenn die dann in den Glasfaserausbau investiert werden. Das Problem ist bloß, die Kohle fehlt natürlich einfach für den Aufbau von Mobilfunkstationen. Ne? Das heißt also, wenn man davon ausgeht, dass es einen bestimmten Preis gibt, den man erzielen kann mit Mobilfunk, Verträgen, der in der Tendenz auch eher sinkt, ja, dann ist einfach das Geld, das die Unternehmen in der Kasse haben, zum Ausbau ihrer Netze in gewisser Hinsicht begrenzt. Und wenn man jetzt den Auktionspreis immer höher treibt, dann fließt das Geld meinetwegen in den Glasfaserausbau, fehlt aber dann beim Aufbau von Handymasten. Und insofern bin ich gar nicht so sicher, ob diese Auktionsidee, ja, ob die wirklich so eine richtig smart ist. Ja, genau. Und da bin ich ganz auf deiner Seite. Man muss aber ehrlicherweise sagen, also das Horrorszenario ist immer diese Auktion von 2000, als die UMTS-Lizenzen für 50 Milliarden versteigert wurden, ja, und die Industrie wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt hat. Und wir haben bis heute kein flächendeckendes LTE, was 18 Jahre später, weil die Kohle fehlt, weil sie auf dieser Technik beharrt haben, um sozusagen das Geld wieder einzuspielen. Genau. Und das habe ich auch Kuri und Gerpott gefragt, und weil Merkel in einem Interview auch gesagt hat, wir haben gute Erfahrungen mit Versteigerungen gemacht. Und Sascha super, Lobo hat super im Spiegel Idee gesagt, hallo, geht's noch? UMTS-Steigerung 2000. Erfolgsmodell. Erfolgsmodell. Ja, aber beide, also sowohl Gerpott als auch Kuri, haben gesagt, ja, wir haben gute Erfahrungen gemacht, weil diese 50 Milliarden der Industrie, das war kein Problem des Versteigerungsdesigns, sondern das war einfach Fehler der Industrie, die den Markt völlig falsch eingeschätzt haben. Und
Wir hatten uns überlegt, wie wäre das denn eigentlich zu sagen, hey, wie bei einer normalen, sagen wir mal, Ausschreibung auch. Wir als Staat hätten gerne Folgendes. Die Liste, die wir hier aufgemalt haben. Ja? Mhm. Dafür sind wir, oder sagen wir so, oder sagen wir so, andersrum, dafür sind wir bereit, sagen wir mal, x Milliarden auszugeben. Mhm. So. Wer von den Anbietern macht uns da das beste Angebot? Ja. Das wäre ja machbar, ne, dass man sagt, okay, wir sind so und so viel bereit zu zahlen, wer macht denn das beste Angebot? So, und wenn das dann nicht so ausreicht, wenn da nicht genügend Angebote kommen, dann kann man halt sagen, wir geben noch ein bisschen mehr aus. Ja. Ja, und da sagt aber Gerpot, nee, wie soll man denn sozusagen das berechnen, was man ausgeben will? Ja, das würde ich auch nicht machen. Ich würde es einfach ganz anders machen. Ich würde einfach sagen, man legt fix fest, was man gerne an Lizenzgebühren hätte und bleibt da schön tief, 1 Milliarde, 2 Milliarden, irgendwas in der Größenordnung und versteigert dann nicht über die Kohle, sondern über die Performance, also über quasi die über die Leistung. Indem man halt, jetzt haben wir ja gerade eben gesagt, welche Ausbauverpflichtungen man an diese Lizenzen knüpft und man versucht, möglichst viel Geld einzunehmen. Viel smarter wäre es doch, ganz bewusst vergleichsweise wenig Geld einzunehmen und stattdessen die Versteigerung darüber zu machen, wer baut möglichst schnell möglichst viele Prozent Netzabdeckung auf. Das wäre doch schlau. Ne, dann hätte man nämlich unmittelbar diesen Anreiz, dass sich die Unternehmen mit Selbstverpflichtungen zu einem schnellen Netzausbau treiben, gegenseitig, weil sie bei der Versteigerung halt einfach sagen, na, wir schaffen es bis Sommer 2022. Nee, wir legen noch 6 Monate drauf. Wir sind schon Ende 2021 fertig mit den x Prozent für die Bundesstraße 47. Ja, wenn man könnte doch auch so rum versteigern. Also nicht quasi den Preis hochtreiben, sondern die Leistung hochtreiben bei einer festen Lizenzgebühr. Das finde ich eine viel smartere Idee. Aber dazu wird es nicht kommen. Ne? Wir haben die Versteigerung, ja. Das Ding ist durch. Das sollte man aber einfach nur nochmal sagen. Das ist alles nicht Gott gegeben, sondern das ist letztlich der politische Wille. Es soll eben auch Geld in den Topf fließen. Ja? Man sagt zwar, wir wollen Breitbandausbau und wir wollen auf jeden Fall den Mobilfunkstandard 5G in die Fläche bringen. Man sagt, wir machen da so ein paar Ausbauverpflichtungen. Das ist ja auch alles gut und das ist ja auch nicht schlecht. Man gibt sich ja schon Mühe, aber es ist eben nicht so, dass man das so schnell wie möglich will, sondern man möchte eben auch möglichst viel Kohle in die Kasse spülen. So. Ich würde sagen, wir kürzen das ein bisschen ab und sagen, machen wir jetzt damit 100%? Was sagt Jürgen Kuri? Also Jürgen Kuri, unser Mann bei Heise, der hat auch eine Meinung dazu. Unser Mann bei Heise sagt Folgendes, du hast mich jetzt ein bisschen überrascht. Steht aber hier im Pad. Ja, hallo. Aber trotzdem muss ich ein bisschen Vorwarnung haben. Außerdem will ich ja nicht das alles weg wieder falsch abspielen. Also Jürgen Kuri von Heise sagt auf die Frage, kriegen wir 100%? Und da hat die Bundesnetzagentur jetzt eben gesagt, explizit. Was habe ich dir gesagt? Wir wollen den Ton Kuri weiße Flecken. Scrollen, der fuck nicht hier, ey. Mein Scrollen Piep. Ist kaputt. Mein Scrollen ist kaputt. Irgendwie ist mein Scrollen kaputt. Warte mal, ich mach mal. Aber Philipp, du hast mir doch auf der Hinfahrt noch gesagt, das MacBook sei völlig okay. Das ist auch okay. Das ist nämlich ein historisches MacBook Air, muss man dazu wissen. Das ist aber völlig okay. Das MacBook okay. Ist okay. Software war im Eimer. Ah. Ja, aber das stört ja nicht weiter. So. Aber also, nehmen wir denn auf eigentlich? Wir nehmen. War nur ein Witz. So, das war jetzt für unsere Freunde im Livestream und im Saal. So also jetzt hören wir mal Herrn Kuri, was das er braucht, sagt. Genau. Und da hat die Bundesnetzagentur jetzt eben gesagt, explizit müssen die weißen Flecken versorgt werden. Das heißt, diejenigen, die sich Frequenzen ersteigern, müssen sich verpflichten, eben auch in weißen Flecken Mobilfunkstellen. Den haben wir schon mal gehört, ne? Der ist doch super. Nee. Ist das nicht der? Doch, oder? Soll ich nochmal spielen? Ja, spiel nochmal. Da hat die Bundesnetzagentur jetzt eben gesagt, explizit müssen die weißen Flecken versorgt werden. Das heißt, diejenigen, die sich Frequenzen ersteigern, müssen sich verpflichten, eben auch in weißen Flecken Mobilfunkstationen einzurichten und dort die Gebiete zu versorgen. Das ist was Neues, das gab es bislang nicht. Bislang gab es halt immer nur diese Auflagen, dass ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung versorgt werden musste. Das auch mit einer zeitlichen Staffel konnten das die Firmen relativ einfach erreichen. Die haben dann einfach mal in den Großstädten angefangen auszubauen, was auch relativ einfach ist und ihnen viele Kunden bringt und womit dann die Auflagen relativ schnell erfüllt waren. Die Anforderungen sind jetzt doch einiges höher geworden. Ja. Man hört schon die ersten großen Jammereien aus den Konzernzentralen. Ja. Ehrlich gesagt ist das einfach auch so schön, dem Jürgen zuzuhören. Ne? Ist nämlich einfach noch ein total netter Kerl. Soll ich nochmal spielen? Nein, jetzt okay, ist gut, aber das ist halt einfach ein total netter Kerl. Wir waren ja auch schon mal bei Heise zu Gast in Hannover und haben dahinter noch Bierchen getrunken und so. Ich musste jetzt einfach so an diesen schönen Abend in Hannover denken. Ja, schöne Grüße. Ja. Kannst du ihn nochmal anhören. Du hörst ja immer den Podcast nochmal an, dann hörst du ihn ja nochmal. Genau. Ich kann dir sonst auch eine alles gut. Ich kann dich auch anrufen. Okay. Nein, aber wir wollen ja noch den Punkt klären, was sagt denn Herr Gerpot dazu? Genau, also die Frage ist ja, Herr Gerpot ist ein bisschen skeptisch. Genau. Ja, Herr Gerpot ist skeptisch, weil er sagt, okay,
also nur mit dieser Versteigerung, die ja auf 98% Abdeckung der Bevölkerung rausläuft, werden wir es nicht schaffen, sondern? Gut wird es, wenn man, so wie Sie es auch angedeutet haben, für eine weitergehende Flächendeckung als eben 98%, 99% dann staatliches Geld mit in die Hand nimmt, mit Mobilfunknetzbetreibern entsprechend den Ausbau verabredet. Man hat ja in Bayern und in Nordrhein-Westfalen auch mit solchen Maßnahmen schon mit angefangen. Und wenn man das will, dann muss man das machen, muss aber auch realistisch kommunizieren. Da werden sicherlich 2, 3, 4 Jahre ins Land gehen, bis das dann so umgesetzt ist, wie man sich das auch gerne aus Kundensicht erhofft. So, also, bottom line ist, glaube ich, ich habe das Gefühl, die Bundesregierung hat verstanden, dass Internet wichtig ist. Ja. Ihr könnt ruhig klatschen. Ja. Das ist doch schön, oder? Ja. Eine gute Nachricht aus Berlin. Das ist doch mal gut. Genau. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Merkel gesagt, bei T-Online besser spät als nie. Stimmt. Aber Applaus darf sie dafür nicht erwarten. Nee. Obwohl es hier welchen gegeben hat. So nett sind die Lagehörerinnen und Hörer. So das muss man mal aus. Sagen. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Es müsste aber noch mehr Geld drauf gegossen werden. Das ist meine größte Kritik, dass da immer noch zu wenig Geld reinfließt. Ja, und dass man immer noch versteigert, statt einfach zu sagen, wir hätten gern schnellen Ausbau. Aber gut, immerhin, es geht jetzt irgendwie in die richtige Richtung. Es wird hoffentlich besser laufen als bei LTE. Insofern, wir bleiben optimistisch. Und um quasi mal ein Beispiel zu bringen, welche innovative Projekte mit einem schnellen funktionierenden Internet bundesweit anzubieten sind, habe ich mal meinen Hackerfreund Ulf Burmeier hier zu mir auf der Bühne gebeten. Du hast da ein recht innovatives Projekt zusammengebaut. Ja, in der Tat. Das Land Berlin hat vor einigen Tagen ein Transparenzportal für Funkzellenabfragen gestartet. Da bist du inwiefern beteiligt? Da bin ich, also ich bin ja eigentlich am Berliner Verfassungsgericht zurzeit und zurzeit aber auch mit so ein paar Prozent, irgendwie ohne Prozent, abgeordnet an die Berliner Senatsverwaltung für Justiz, also das Berliner Justizministerium, und habe mit diesem Hut als Projektleiter dieses System quasi auf die Beine gestellt. Also was ist eine Funkzellenabfrage? Eine Funkzellenabfrage ist eine Ermittlungsmaßnahme der Justiz, wo man als Staatsanwaltschaft der Polizei sagt, bitte frag doch mal die Provider, also Telekom, Vodafone, O2, welche Handynummern waren denn zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Handymast eingebucht? Und damit versucht man dann, Straftaten aufzuklären. Also ein schönes Beispiel, stellen wir uns vor, Raubserie, 5 Sparkassen sind überfallen worden. Ja, Auto, diese ganzen Autoanzündereien. Oder diese Autoanzündereien in Berlin, auch ein schönes Beispiel. Da gab es vor Jahren mal das Problem, dass ständig irgendwelche Autos angezündet wurden. Und was hat die Staatsanwaltschaft da gemacht? Sie hat jeweils an den Orten, wo die Autos gebrannt haben, sich alle Handynummern schicken lassen, die da zu dieser Tatzeit eingebucht waren in den Funkzellen, die den Tatortbereich abgedeckt haben. Und die Idee ist dann, wenn ich eine Serienstraftat habe und ich sammle für alle Funkzellen, für alle Tatorte, für alle Tatzeiten diese Handynummern ein bei den Providern, dann könnte es ja möglicherweise Überschneidungen geben. Also Handynummern, die jetzt in allen 10 Tatorten eingebucht in diesen Funkzellen. Genau, das nennt man einen sogenannten Kreuztreffer, und dann hätte man natürlich eine Handynummer als Ermittlungsansatz, wer möglicherweise hinter diesen Straftaten steckt. So. Das setzt natürlich voraus, dass die Damen und Herren Straftäter auch brav mit Handy anrücken am Tatort und dann noch immer mit demselben Handy. Und da kann man sich vorstellen, wer regelmäßig Tatort guckt, der macht das nicht mehr. Ja? Deswegen sind diese Funkzellenabfragen als Ermittlungsinstrument nicht so wahnsinnig effektiv. Aber es gibt schon nach wie vor auch Fälle, wo diese Daten wertvoll sind. Und deswegen wird das auch oft gemacht. Also in Berlin im vergangenen Jahr zum Beispiel fast 500 Mal. 500 Mal, da landen natürlich in erster Linie Unschuldige quasi. Praktisch nur Unschuldige. Ja. Schön. Das ist das Problem bei der Funkzellenabfrage. Ja, das, also der, in Berlin waren es im letzten Jahr, ich glaube, etwas um die 60 Millionen, knapp 60 Millionen Datensätze, 60 Millionen Zeilen in einer Tabelle, Handynummer, Funkmast, Datum, Uhrzeit. Und das ist natürlich eine ganze Menge, weil eben, wie gesagt, fast nur unschuldige oder nicht verdächtige Personen in diesen Fischzügen der Polizei landen. So, und was machen jetzt Leute, die wissen wollen, ob sie davon betroffen sind? Genau, also bislang, muss man sagen, wurde darüber niemand im Nachhinein informiert. Das ist ein Problem, denn es sind ja zunächst mal heimliche Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung, also in den Datenschutz, und darüber wurde bislang niemand informiert, weil, das war immer die Argumentation, um die Leute informieren zu können, müsste man ja zunächst mal erfahren, wer steht denn, also welche Person, Name, Anschrift steht denn hinter dieser Handynummer, um den Leuten einen Brief schreiben zu können. Und da war immer die Idee, damit würde man ja den Eingriff in den Datenschutz erstmal massiv vertiefen, indem man eben noch viel mehr Daten erhebt, um den Eingriff dann wieder gut machen zu können. Das hat man halt nicht gemacht, wenn man gesagt hat,
Na, da gehen wir mal davon aus, daran hat niemand ein Interesse. Ist so ein bisschen augenzwinkernd, natürlich spart die Staatsanwaltschaft und die Polizei auch massiv Arbeit. Aber gut, so hat man eben argumentiert und deswegen ist bislang niemand informiert worden. Und nun hat das Abgeordnetenhaus, also das Berliner Landesparlament, schon 2014 entschieden, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, wir wollen da mehr Transparenz zeigen bei den Funkzellenabfragen und hat gesagt, man soll sich anmelden können bei der Justiz und sagen können, ich möchte das wissen, wenn ich euch ins Netz gehe. Also wenn meine Telefonnummer da auftaucht. Genau, wenn meine Telefonnummer in so einer Funkzellenabfrage erfasst wird, dann möchte ich es hinterher wissen. Nicht sofort, sondern erst bei Abschluss der Ermittlungen, aber immerhin möchte ich informiert werden. Und dieses, um das tun zu können, braucht man natürlich erstmal eine Liste von Leuten, die oder von Handynummern, das ist alles völlig anonym, die daran Interesse haben. Und das ist quasi der erste Teil dieses Systems, der in der vergangenen Woche gestartet wurde. Dass man sich anmelden kann. Genau, das Anmeldesystem. Wir nennen das intern Opt-in, ne? Englisch klingt immer so hip. Also das Opt-in-System, das Anmeldesystem, wo man seine Handynummer in die Liste eintragen kann. Und damit da jetzt keiner denkt, wir bauen da jetzt quasi eine Liste kritischer Bürgerinnen und Bürger auf, sondern die Liste wird geführt bei der Senatsverwaltung für Justiz in Berlin und nicht bei der Polizei und nicht bei der Staatsanwaltschaft und geben wir auch nicht raus. So, und das heißt, ich melde mich an, kann das machen, wir verlinken das, genau. fts.berlin.de. FTS, also wie friedrichtoni-samuel.berlin.de. Genau, kann man sich anmelden, seine Telefonnummer da abgeben und wenn ich dann auftauche, kriege ich eine Nachricht. Kann ich das dann auch löschen? Also zunächst mal ist es so, man gibt seine Handynummer ein, dann kriegt man per SMS einen Quittungscode, so eine sechsstellige Nummer, die gibt man wieder ein auf der Website, dann ist man angemeldet. So kennt man das ja von Webdiensten, so Ping-Pong. Die Anmeldung gilt immer für 3 Monate und man wird nicht sofort benachrichtigt, sondern immer dann, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, in diesem Ermittlungsverfahren haben wir eine Funkzellenabfrage durchgeführt, die Ermittlungen sind abgeschlossen, wir stellen das Verfahren ein oder wir heben Anklage. Jetzt können alle Leute informiert werden und dann drückt der Staatsanwalt, die Staatsanwältin auf den Knopf und dann werden die Leute benachrichtigt. Aus Datenschutzgründen können wir nur benachrichtigen über Funkzellenabfragen, die stattfinden, nachdem die Leute sich anmelden. Deswegen macht es Sinn, sich jetzt schon anzumelden und für die Funkzellenabfragen, die ab dieser Woche dann laufen, können wir die Leute benachrichtigen. Okay. Ja, wir haben ein Thema, das nächste, was uns aus Hörersicht quasi, Hörerinnen-Sicht zugetragen wurde. Da kamen viele Fragen und zwar geht es unter der Überschrift viel Lärm um wenig. Mal wieder darum, dass die AfD, sagen wir mal, Alarm schlägt und so nach dem Motto, die Bundesregierung will alle Migranten der Welt zu uns nach Deutschland holen, weil es sowas geben soll wie einen Migrationspakt. Genau. Einen UN-Migrationspakt, globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, heißt das Ding? Ganz genau. Der ist jetzt weitgehend fertig verhandelt worden. Es handelt sich um einen 32 Seiten langen Pakt. Geplant ist, dass der von allen 193 UNO-Staaten unterzeichnet werden soll. Und aber was hat es denn eigentlich mit so einem Pakt auf sich? Das ist nämlich nicht dasselbe wie ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen. Und wir haben dazu mal eine Expertin gefragt, nämlich die Völkerrechtlerin Professor Dr. Nora Markert, die als Juniorprofessorin an der Universität in Hamburg lehrt und die uns mal erklärt hat, was das eigentlich rechtlich zu bedeuten hat. So ein Pakt ist eben kein Vertrag, sondern er ist was Unverbindliches. Und Völkerrechtler sprechen da von sogenanntem Soft Law, also von weichem Recht. Das unterscheidet sich von dem Hard Law, also dem normalen Recht, dadurch, dass es eben gerade nicht verbindlich ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum schließt man jetzt eigentlich Vereinbarungen, die ja gar nicht verbindlich sind? Was soll das dann überhaupt? Dieses Soft Law ist eben oft ein wichtiger Schritt, um einfach mal ein gemeinsames politisches Verständnis zu entwickeln, gemeinsame Prinzipien für die weitere politische Arbeit zu vereinbaren und mal eben auszuhandeln, dass man so eine gemeinsame Ausgangsbasis hat für mögliche weitere Schritte und eben auch für die politische Umsetzung. Mal Hard Law ist aber frei ab 18, ne? Also, okay, ja, also jedenfalls dieser Pakt. Dieser Pakt soll Anfang Dezember in Marokko verabschiedet werden. Genau, also er ist noch nicht mehr gültig. Nee. Er rückt nur sozusagen ran. Er ist fertig verhandelt. Er ist fertig verhandelt und die AfD sagt halt, ja, das geht ja gar nicht. Ja? Und die Inhalte sind eben, Informationen für Migranten müssen die Staaten liefern, sollen die Staaten liefern. Das ist sozusagen so der Rahmen, auf den man sich so global einigt, ja? Über Risiken der Migration, Informationen für Menschen auch in den Transit- und Zielländern. Es sollen Migrationsursachen sozusagen vermindert werden. Es soll festgeklopft werden, dass Menschenrechte auch für Migranten und Migrantinnen gelten. Also ganz fundamentale Sachen. Ja, auch für Migranten und Migrantinnen soll es Fürsorge geben, es soll Unterstützung geben, es soll einen Zugang zur Justiz geben. Lauter Selbstverständlichkeiten, ja. Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz gegenüber Migranten und deren Familien sollen also beseitigt werden. Das sind so ganz fundamentale, grundsätzliche Sachen, die da stehen.
Genau. Und weil wir uns so gewundert haben, wieso die AfD so im Achteck springt, haben wir uns dann, oder haben wir dann Nora Markert auch nochmal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der Blick dieses Paktes auf das Phänomen Migration? Ist das jetzt wirklich so eine Art Werbeprogramm für Migrantinnen und Migranten? So, macht euch mal auf die Reise. Oder worum geht es denn da eigentlich? Migration ist etwas, was es schon immer gab. Das hat auch ganz viele positive Auswirkungen. Und wenn wir jetzt zusammenarbeiten, dann können wir diese positiven Auswirkungen optimieren. Das ist also die gemeinsame Ausgangslage. Und ganz wichtig sicherlich ist eben auch die Bekräftigung der gemeinsamen Verantwortung. Also, dass die Staaten jetzt hier einfach erstmals wirklich zusammengekommen sind, also erstmals vielleicht seit der New Yorker Erklärung in einem besonderen Instrument, bekräftigt haben, ja, Migration ist einfach ein globales Problem und das braucht globale Lösungen. Migration betrifft fast alle Staaten der Welt. Entweder sind sie Quellen von Auswanderung oder Flucht. Oder Migranten und Migrantinnen reisen da durch oder sie sind Aufnahmestaaten. Und deswegen ist hier quasi der Konsens, der in diesem Dokument festgehalten wird, kein Land kann alleine mit Migration umgehen. Wir sind da aufeinander angewiesen und wir brauchen gemeinsame Lösungen für die Probleme, die es eben mit Migration gibt. Ja, und gibt eben um die positiven Effekte von Migration gemeinsam zu optimieren. Es geht also nicht darum, Migration abzufeiern, sondern sich einfach der Realität zu stellen, dass Menschen nun mal wandern, dass es Wanderungsbewegungen immer schon gegeben hat und auch heute gibt. Und es geht einfach nur darum, sich dem zu stellen und sich die Frage zu stellen, wie löst man denn die Probleme, die damit nun mal auch verbunden sind. Und wenn die AfD motzt, dann sind die Ungarn nicht weit, ja, mit der Zustimmung. Also Ungarn sagt, also machen wir auf keinen Fall mit. Migration als Menschenrecht. Geht gar nicht. Sagen die Ungarn. USA nehmen auch nicht teil, gar nicht erst an den Verhandlungen. Australien sagt, können wir nicht unterschreiben, weil Inhaftierung von Migranten verboten werden sollen. Australien, also, muss man dazu wissen, verbannt Migrantinnen und Migranten halt gern auf einsame Inseln im Pazifik. Ja? Ja. Die haben da so Lagerinseln irgendwie aufgemacht. Und ja, denn das möchten sie sich ungern verbieten lassen. Und zwar, obwohl es da vor nicht allzu langer Zeit sogar ein Urteil gab, wo Menschen mit Migrationshintergrund mehrere Millionen australische Dollar an Schadenersatz, ich meine, die Summe waren 60 Millionen, zugesprochen worden sind wegen illegaler Inhaftierung auf so einer Pazifikinsel. Egal, davon lässt sich die konservative Regierung in Canberra auch nicht irritieren. Österreich dasselbe, Philipp? Ne? Ja, genau, wollen auch nicht. Deutschland hat unterschrieben, aber AfD macht halt Kampagne und ordentlich Stimmung, wie wir das kennen. Im Bundestag gibt es aber eine breite Mehrheit für den Pakt. Union ist zwar gespalten, AfD dagegen. Ansonsten sind eigentlich alle dafür. Und wir haben Nora nochmal gefragt, wie denn dieser Pakt politisch zu bewerten ist. Ist das jetzt alles was Neues? Ja, also hat die AfD über einen Punkt, wenn sie Stimmung macht, ändert sich da überhaupt groß was oder worum geht es da? Und ganz viel davon ist aber auch jetzt schon einfach menschenrechtlich verbindlich. Das heißt, es geht hier auch nochmal darum, zum Beispiel eben, was jetzt den Schutz von Menschenrechten oder was die Verhinderung von Diskriminierung und so weiter angeht, einfach nochmal in einer Zeit, wo das zunehmend in Frage gestellt wird, zu betonen und sich gemeinsam darauf zu verständigen, dass die Menschenrechte, die jetzt schon gelten, eben auch für Migranten und Migrantinnen gelten. Und das ist im Moment leider kein selbstverständliches Statement. Und auch deswegen, denke ich, ist dieser Global Compact ganz wichtig, dieses gemeinsame Statement, dieses Bekenntnis zu den geltenden Verpflichtungen auch für Migranten und Migrantinnen nochmal gemeinsam, dieses Bekenntnis nochmal gemeinsam auszusprechen. Also, lauter Selbstverständlichkeiten, das Ding wird durchgehen, aber nicht für alle. So sieht's aus. So. Aber wo wir schon bei der AfD sind. Genau, die AfD hat uns in dieser Woche auch noch mit anderen schönen Themen beschäftigt. Genau. Philipp hat das bei der Vorbereitung das multiple Versagen der AfD genannt. Also, ja, glaube ich, kann man schon sagen, also zumindest in finanzieller Hinsicht. Also, worum geht's? Die AfD hat eine ganze Reihe von Spenden bekommen, die aller Wahrscheinlichkeit nach und höchstwahrscheinlich zumindest teilweise illegal sind. Ja, und das finde ich ehrlich gesagt schon interessant. Ne? Denn die AfD nennt sich ja schon dem Namen nach Alternative für Deutschland. Ne? Sie inszeniert sich immer gern als Alternative zu den sogenannten etablierten Parteien. Alles schöner, alles besser, alles rechter. Ja, und nun kamen in der vergangenen Woche zwei fette Skandale ans Licht, die betreffen, das war meine Warte. Ja, deswegen poste ich dir ja zu, weil meine alle. Du bist ja ein Schatz. Na gut, beim Kreisverband, nämlich von, so ist das ja, unter Brüdern.
Beim AfD-Kreisverband, nämlich von Fraktionschefin Alice Weidel. Am Bodensee? Das ist die mit den Stiefeletten neulich mal, aus der, wo sie die aufgestampft hat. Ne? Ich kann die immer nicht auseinanderhalten, die beiden AfD-Prinzessinnen. Frau Weidel und dann gibt es doch noch die Frau von Storch, oder wie die heißt. Ach so, ja. Aber welche, die hat nicht aufgestampft. Welche ist denn die? Weidel hat aufgestampft. Weidel war das mit dem Stiefelettchen, so, ne? Genau. Ja, genau. Gut, also jedenfalls. Die Alice Weidel, bei deren AfD-Kreisverband sind mehrere Parteispenden aus dem Ausland eingegangen und das ist ein Problem für das. Das ist ein Problem. Also wir müssen ganz kurz sagen, Parteispenden, warum Parteispenden? Also Parteien sind ja sozusagen, ne, im Grundgesetz so ein zentrales Mechanismus um der demokratischen Willensbildung, ja, super wichtig für die Verbindung so zwischen Wahlvolk und Staat. Aber da ist natürlich ganz entscheidend, dass die Öffentlichkeit auch weiß, wie sich diese Parteien finanzieren, woher das Geld kommt und deswegen ist das relativ konkret reguliert, nochmal strenger reguliert worden, seit die CDU dort auch mehrmals, sagen wir mal, illegal Spenden eingesammelt hat. Aber ja. Deswegen gibt es jetzt ein relativ... Die jüdischen Vermächtnisse von Helmut Kohl alles zum Beispiel. Ja, also ja. Da gibt es eine ganze Menge schöner Geschichten, die wir jetzt euch ersparen. Aber deswegen sind Parteispenden halt so ein heikles und hochreguliertes Feld. Und da hat die AfD mit zwei Spenden gleich auf mehreren Ebenen wahrscheinlich Gesetze gebrochen. Also die erste Spende ging am 13. Februar 2018 ein. Sie kam aus der Schweiz und das finde ich am schönsten. Von einer Schweizer Pharmafirma. Ja. Die zwischen Juli und September 2017 gestückelt in mehreren Tranchen über Monate hinweg insgesamt 130.000 Euro an den AfD-Kreisverband am Bodensee überwiesen hat. Und das Schöne ist, da haben das die Recherchen ergeben, dann wurde also gefragt, ja, wieso macht ihr das denn? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das treuhänderisch im Auftrag eines Geschäftsfreunds überwiesen. Und da muss man sich schon mal fragen, also welche Firma bei Sinnen nimmt Geld von einem Geschäftsfreund und spendet sie in mehreren gleich großen Tranchen mit immer demselben Verwendungszweck auf ein ausländisches Parteikonto. Nämlich Verwendungszweck Wahlkampfspende Alice Weidel. So, ja? Ja, so. Und das mit dem Stückeln, das haben wir natürlich auf gar keinen Fall gemacht, um die geltende Meldepflicht von Spenden von 50.000 Euro und mehr zu umgehen. Nein, damit hat das überhaupt gar nichts zu tun. Ab 10.000 müssen die sozusagen beim Jahresbericht sein und ab 50.000 müssen die das sofort an die Bundestagsverwaltung melden. Ja. Ja, und es waren immer unter 10.000, damit die dann bloß nicht im Jahresbericht irgendwann in zwei Jahren, wann der fertig ist, stehen sollen. 130.000 in Summen von unter 10.000 Euro? Ich glaube, ja. Dann war es dann, das war mir gar nicht klar, dass das so viele Überweisungen waren. Da müssen es ja mindestens 14 Überweisungen gewesen sein. Genau, es waren, glaube ich, 18. Krass, okay. So. Ja, gut, genau. Aber also, das, wie gesagt, das ist natürlich, also, ne, genau, also dann wurde natürlich Alice Weidel gefragt, ja, was ist denn nun? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin davon ausgegangen, dass die Überprüfung quasi der Rechtmäßigkeit beim Landesschatzmeister in guten Händen sei. Also der Landesschatzmeister ist sozusagen der Kassenwart von so einer Partei und der sieht natürlich, was auf dem Konto eingeht. Und wenn da regelmäßig solche Summen eingehen, dann muss er natürlich eigentlich, zumal wenn unklar ist, woher die kommen, zumal wenn sie aus dem Ausland kommen, dann muss er natürlich klären, was ist denn das hier? Ja, man muss natürlich zu Ehrenrecht von Alice Weidel sagen, wir wissen auch nicht, inwieweit sie sich um die Parteifinanzen gekümmert hat, inwieweit sie da die Kontoauszüge durchgeguckt hat. Na, das muss man immer fairerweise dazu sagen, weiß man nicht. Ich meine, gut, ja, wenn da 130.000 Euro ankommen mit dem Verwendungszweck Wahlkampfspende Alice Weidel, das muss man nicht mitbekommen. So, ne? So, und dann haben die wohl eine Weile, das Geile finde ich auch, sie haben das Geld erstmal liegen lassen, haben so gesehen, da geht immer von der Firma immer derselbe Betrag, immer derselbe Betreff über Monate, jetzt sind es schon 130.000. Schon komisch irgendwie. Du, da ist doch noch die Rechnung von unserem Medienanwalt. Die könnten wir doch vom Höcker. Die könnten wir doch davon mal bezahlen, oder? Ja, machen wir das mal. Machen wir das mal. Okay, wir bezahlen mal die Rechnung für unseren Medienanwalt und dann überlegen wir uns, was wir mit der Kohle machen und stellen fest im Mai 2018, ich glaube, wir überweisen das lieber zurück. So, das ist was noch da war, ne? was man da nicht war, verfeiert hat. Haben sie sozusagen zurückgewiesen. Sie hätten es eigentlich an den Bundestag überweisen müssen. Viel eher hätten sie es überweisen müssen und sie hätten es sofort melden müssen. Alles ist nicht passiert. Also so, drei Fehler im Grunde, ja? Mindestens. Ja. So, ne? Und, das ist auch noch geil, Parteispenden aus dem Nicht-EU-Ausland sind nämlich schon mal gar nicht zulässig. Es sei denn, sie stammen von deutschen Staatsbürgern. Das muss man dann aber prüfen. Ja, das weißt du aber nicht. Das oder von wenn es das Konto eines Pharmaunternehmens ist, weißt du das halt nicht. Genau, oder es muss eine Firma sein, die zu mehr als 50% in deutschen Händen ist. Auch das musst du auch prüfen. Ne, auch das scheint hier zumindest nicht der Fall gewesen zu sein. So, also
Da haben sie sich sozusagen auf mehreren Ebenen in die Nesseln gesetzt, aber damit nicht genug. Es gab noch einen zweiten Fall. Genau. Dieses Mal ging es um eine Spende aus den Niederlanden. Diesmal ging es sogar um 150.000 Euro, die aber auf demselben Konto eingingen, wohl wie diese Spende, über die wir gerade gesprochen haben, von einer niederländischen Stiftung, die auf den schönen Namen Identität Europa hört. Und auch dieses Geld wurde zurücküberwiesen, sagt die AfD, allerdings erst 3 Monate später, weil der Kreisverband Bodensee weder die Spenderidentität noch die Spendermotivation zweifelsfrei feststellen konnte. Das ist kein Zufall, denn diese Stiftung Identität Europa schweigt über die Herkunft der Spende. Die Stiftung fungiert hier also quasi wie eine Geldwaschanlage, und das Ganze hat mich schon sehr erinnert an Helmut Kohls jüdische Vermächtnisse, denn wie gesagt, Helmut Kohl hat ja damals auch, wie man weiß, illegale Parteispenden für die CDU angenommen. Und als er damit aufgeflogen ist, hat er sich standhaft geweigert, damals auch schon unter Verstoß gegen das Parteiengesetz zu sagen, von wem das Geld war, und hat gesagt, sage ich nicht, ich habe mein Ehrenwort gegeben. Genau, ja? Denn man muss sagen, also ab einer relativ geringen Summe sind anonyme Spenden halt nicht mehr in Ordnung. Ich habe die jetzt nicht genau, es sind ein paar hundert Euro oder so, recht geringe Summe. Darüber sind anonyme Spenden gar nicht in Ordnung. Du musst immer klären, von wem kommen die, und wenn die nicht da sind, musst du das Geld, das der Bundestagsverwaltung überweisen. Ja, also das ist schon richtig hart. Ne? Wie gesagt, bei Helmut Kohl damals hat er gesagt, das Ehrenwort sticht das Parteiengesetz. Auch eine interessante Haltung für einen Bundeskanzler. Und die AfD hat eine ganze Reihe ähnlicher Verstöße gegen das Parteiengesetz offenbar begangen. Ne? Sie ist ja jetzt noch nicht irgendwie schuldig gesprochen. Es gibt auch noch keine Bescheide der Bundestagsverwaltung, soweit wir wissen. Aber jedenfalls sieht das alles gar nicht gut aus. Die Bundestagsverwaltung hat jetzt erstmal die AfD um ein Statement gebeten. Philipp, du hast noch so ein paar Verstöße mal im Einzelnen nachrecherchiert. Naja, also es sind ja so ein paar Sachen. Ne? Also sie haben Geld aus dem Nicht-EU-Ausland angenommen, sehr spät zurücküberwiesen. Sie müssen das eigentlich, wenn es mehr als 50.000 Euro sind, und da kommt es nicht auf die Stückelung an, sondern wenn dann sozusagen, das sagt, glaube ich, das Parteiengesetz, die Spendenmotivation oder so ähnlich, oder der Spenderwille, ja, so als einer zu erkennen ist und die Gesamtheit der Summe dann eben mehr als 50.000 Euro ausmacht, dann musst du das umgehend der Bundestagsverwaltung melden, und umgehend heißt 1, 2, 3, 4, 5 Tage, jedenfalls nicht mehrere Monate, so wie bei der AfD. Und dann sollst du das Geld auch nicht einfach zurücküberweisen, sondern du musst, wenn es denn unklar ist, woher das kommt und von wem es kommt und ob es zulässig ist und du das nicht klären kannst, dann musst du das an die Bundestagsverwaltung zurücküberweisen. Und die AfD muss jetzt aus mehreren Gründen mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Zum einen vom Bundestag, weil sie eben illegal wahrscheinlich Parteispenden entgegengenommen hat. Und da ist die Strafe das Dreifache des Spendenwerts. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge Holz. Das, ne, also bei 120.000, 130.000 Euro in der einen, 120 in der anderen, also da kommt man schon auf ein paar hunderttausend Euro. Man muss sagen, die Zurücküberweisung wird dagegen gerechnet. Also ne, du hast das Dreifache minus dessen, was sie zurücküberwiesen haben. Also das Zweifache plus die Kohle, die sie schon verbraten hatten. Ne? Genau. Die haben sie ja nicht zurückgezahlt. Die haben sie nicht zurückgezahlt, also die von Medienanwalt ausgegeben haben. Also da könnte einiges zusammenkommen. Und das finde ich aber auch noch interessant, das hat die FAZ ausgegraben. Sie müssen wahrscheinlich auch noch mit mehreren 10.000 Euro, über 100.000 Euro Bußgeld rechnen von der Bundesbank. Ja, das fand ich das total lustig, das wusste Geschichte. Ich nämlich auch nicht. Weil es illegal ist, mehr als 12.500 Euro aus dem Ausland überwiesen zu bekommen, ohne es zu melden. Und sie dürfen auch nicht mehr als 12.500 Euro ins Ausland überweisen, ohne es zu melden. Und jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass wir es hier mit einem ganzen Haufen von Überweisungen zu tun haben. Genau. Und jedes Mal können eben bis zu 30.000 Euro Bußgeld verhängt werden. Genau, jedes Mal. Ne? Und die FAZ hat sozusagen gerechnet, es gab also 3 Monate, in denen sie mehr als 12.500 Euro bekommen haben. Dann gab es halt den einen Monat, wo sie den Rest zurücküberwiesen haben. Jedes Mal 30.000 potenziell Bußgeld, macht 4 mal 30.000, 120.000 Euro. Im Maximalfall. Im Maximalfall. Muss man doch immer sehen, das ist ein Bußgeldrahmen, der muss ja nicht voll ausgeschöpft werden. Da wird es irgendwelche internen Richtlinien geben, wie man diese Bußgelder festsetzt. Aber ein paar Mark 50 werden da schon fertig. Genau. Und dann ermittelt natürlich noch die Staatsanwaltschaft Konstanz, Paragraph 31d des Parteiengesetzes, Verschleierung der Herkunft von Spenden gegenüber dem Bundestag. Und das ist nicht lustig, denn das ist eine Straftat. Na? Und die Staatsanwaltschaft Konstanz hat schon mitgeteilt, dass sie beim Deutschen Bundestag die Aufhebung der Immunität von Alice Weidel beantragt hat. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings ist auch eins auffällig, die anderen Parteien, Philipp. Ja,
Also besonders die CDU schweigt ziemlich laut. Weil diese, war da was? Nö. Also das ist Nö. Jetzt eine lange Geschichte, aber die haben auch eine lange Geschichte von illegalen Parteispenden. Und ja, aber sag mal so, dass die AfD und die CDU sich in manchen Belangen nicht so fremd sind, das wussten wir auch schon vorher. Naja gut, also das muss man natürlich etwas relativieren, ne? Philipp, dass ich, wenn Sie das, ja. Ja, mach mal. Ja, es gibt in ich einigen, trink du trinkst Mate so lange aus. Meine Mate, während ich hier langsam aber sicher schwächle auf meinem Sitz. Nein, also ich gerade Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in den letzten Tagen nochmal sehr deutlich für eine harte Abgrenzung von der AfD stark gemacht und angekündigt, dass sie da auch gerade in den Ländern drauf achten will. Ich finde, da muss da auch fair bleiben. Es gibt natürlich Kräfte in der Union, die einfach nicht die nötige Distanz und die eindeutige Abgrenzung von der AfD an den Tag legen. Ja, gerade aus Sachsen und aus Brandenburg gibt es da Signale, die einen schon eher so ein bisschen erschaudern lassen, auch aus Sachsen-Anhalt. Ne? Da gab es ja schon gemeinsame Anträge im Landtag in Magdeburg. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, dass die CDU generell die Trennung von der AfD relativiert. Das ist, glaube ich, auch nicht fair. Aber wo wir schon bei fair sind, ja, also müssen wir, glaube ich, zum nächsten Thema kommen, denn wir sind ja hier oft am Rummosern, dass die Regierung inhaltlich zu wenig, nichts, fast nichts auf die Reihe kriegt. Und deswegen steht das nächste Thema unter dem Motto Fair geht vor. Denn die Bundesregierung hat im Bundestag das Pflegepersonalstärkungsgesetz verabschiedet, was wir gut finden. Also verabschiedet heißt, der Bundestag hat zugestimmt. Das Gesetz gilt ab 1. Januar und das ist eigentlich ein gutes Gesetz, das sollte man hier auch nicht verschweigen. Das soll dazu führen, dass 13.000 zusätzliche Pflegestellen in Krankenhäusern und Kranken- und Pflegeheimen geschaffen werden. Das sind 5.000 mehr als im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Das Gesetz tritt, wie gesagt, am 1. Januar in Kraft und sieht unter anderem vor, das Gesundheitsministerium kann künftig Vorgaben zum Pflegepersonal in den Kliniken machen. Werden bestimmte Personalgrenzen an Pflegepersonal unterschritten, drohen Sanktionen, Honorarkürzungen. Die Krankenhäuser sollen diese Stellen vollständig finanziert bekommen. Der bisher geltende Eigenanteil der Kliniken für diese Pflegestellen entfällt und das soll dazu führen, dass ab 2020 die Finanzierung der Pfleger und Schwestern in den Krankenhäusern so umgestellt wird, dass die Kliniken eben keinen Anreiz mehr haben, mit diesem Pflegepersonal, sagen wir mal, Geld sparen zu wollen und das Ziel zu haben, mit weniger Pflegepersonal auszukommen. Ja, und das finde ich, ich habe das ja eben schon mal gesagt, ich bin ein großer Fan der sinnvollen Setzung von Anreizen, ja, man dann viel weniger kontrollieren muss und die Unternehmen hoffentlich von alleine das tun, was man von ihnen möchte. Und das finde ich wahnsinnig sinnvoll, ja, dafür zu sorgen, dass es sich für Kliniken nicht mehr lohnt, Pfleger und Pflegerinnen einzusparen und damit Geld zu sparen. Das finde ich eine richtig, richtig gute Idee. Und die Kosten sollen komplett von den Krankenkassen getragen werden. Die haben momentan sehr viel Geld. Wir hatten hier stehen Schwimmen im Geld, das fandest du nicht so gut. Aber sie haben sehr viel Geld, war zu flapsig. Was heißt Schwimmen im Geld? Ja, da muss ich immer an Dagobert Duck denken, der irgendwie so einen schönen Körper in den Geldspeicher macht. Also ganz so ist es ja auch nicht. Natürlich klingt jetzt erstmal 1,7 Milliarden Überschuss nach unfassbar viel Geld. Aber nee, das ist nicht der Überschuss. Das sind diese 1,7 Milliarden soll das kosten. Sollen diese Stellen kosten ab 2019 und dann 2020 2 Milliarden Euro im Jahr. Ja. Ist eine Menge Holz, aber ist auch eine gute Sache. Und wie gesagt, die Krankenkassen haben Geld. Und das Interessante daran ist auch noch, dass dieses Pflegepersonal in den Krankenhäusern aus diesen Fallpauschalen rausgenommen wird und sozusagen eigene Budgets aufgemacht werden, aus denen das Pflegepersonal bezahlt wird. Ja, und da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Wir hatten das Thema Pflege und Pflegenotstand nämlich vor Monaten zuletzt. Deswegen denke ich, macht es Sinn, kurz noch mal auf diesen Begriff einzugehen, Philipp, den du gerade genannt hast, nämlich Fallpauschalen. Was bedeutet das denn eigentlich und warum ist das so problematisch für die Pflege? Naja, weil die Krankenhäuser das Geld von den Krankenkassen nach eben diesen Fällen bekommen. Also da kommt ein Patient rein und der wird eben einkodiert, glaube ich, heißt das. Also dem wird halt irgendwie eine Krankheit diagnostiziert und es wird sozusagen ein Fall generiert. Akuter Blinddarm. Ne? Und für diesen Fall kriegen die Krankenhäuser Geld, egal wie lange der da bleibt. Und das bedeutet, wenn man das jetzt mal kurz durchdenkt, was ist das für eine Anreizwirkung, die da entsteht? Wenn der Blinddarm 5.000 Euro bringt, ja, um jetzt mal willkürlich eine Zahl rauszugreifen, wenn der Blinddarm 5.000 Euro bringt, dann bedeutet das, wenn ein Patient für diesen Blinddarm
ein Tag da ist, verdient das Krankenhaus an dem Blinddarm möglicherweise Geld. Wenn der Patient aber 5 Tage da liegt, macht das Krankenhaus miese. Was bedeutet das? Man möchte den Patienten so schnell wie möglich nach Hause entlassen, Klammer auf, auch wenn er vielleicht besser noch einen Tag da bleiben würde, um richtig gesund zu werden, Klammer zu. Ja? Nehmen wir zum Beispiel völlig fatale Anreizwirkung, genau dasselbe. Und das ist nämlich die Änderung, die da hoffentlich eintritt. Man hat, wenn man eben eine Pauschale bekommt, ein Rieseninteresse daran, dass man die Patienten mit den Pauschalen mit so wenig Pflegern wie irgendwie möglich und Schwestern natürlich versorgt. Ja? Weil man nämlich eben nur eine Pauschale bekommt. Und jede Schwester mehr, die man anstellt, kostet Geld, logischerweise. Aber diese fatale Anreizwirkung. Diese Fallpauschalen sind katastrophal, weil die nämlich sowas verhindern, wie ich in Thailand erlebt habe. War ich im Krankenhaus. Ja. Ja, und das war ein so geiles Krankenhaus. Ja, das war, muss ich denn war, das verstehen, Philipp? Das war, die haben, da kam. Das unterlag dem Softlaw. Das war, da kam International Patient Service. Die haben gefragt, ob ich irgendwie eine Massage. Nee, ist klar. Wir müssen das auch nicht vertiefen. Also jedenfalls Fallpauschalen galten da genau, nicht. Genau, galten da nicht. Und ich war halt vorher so durch Thalengreis, war völlig am Ende und habe dann so die Schaffnerin, hätte ich fast gesagt, diese International Patient Service und den Arzt gefragt. Also die haben dann auch irgendwie die Röntgenbilder in die USA geschickt und das alles durchleuchten lassen. Und das war so cool da, und dass wir gefragt haben, sag mal, ganz im Ernst, können wir noch eine Woche? Und die so, ja klar. Sure. Machen wir. Sure. So, sind wir noch eine Woche. War wie im Hotel. Lass mich raten, da gab es auch Internet. Ne? Da gab es ohne Internet. Das war Klimaanlage. Es war wirklich genial. Und super Essen und alles tipptopp. Also sowas geht natürlich dann hier nicht mehr. Nee. Ja? Ist ja auch in Ordnung. Also zurück zu diesem Gesetz. Es ist gut, dass es kommt. Es ist gut, dass da Pflegestellen geschaffen werden. Es ist so ein bisschen unklar, wie viele offene Pflegestellen es gibt. Einige schreiben von 35.000, andere von 10.000 Pflegestellen, die unbesetzt sind. Ja, genau. Und um diese unbesetzten Pflegestellen, die muss man natürlich jetzt kurz ins Verhältnis setzen zu diesem neuen Gesetz. Das neue Gesetz schafft ja den Anreiz, mehr Stellen zu schaffen für Schwestern und Pfleger. Aber wir haben eben heute schon jedenfalls Zehntausende von Stellen, die heute schon nicht besetzt werden können. Genau. Mit anderen Worten, es ist ja eine schöne Sache, wenn man neue Stellen schafft, nur wenn man die dann nicht besetzen kann, dann kommt bei den Patientinnen und Patienten natürlich nicht wahnsinnig viel Pflege an. Genau, und das monieren auch die Krankenhäuser. Sie sagen, guter Schritt, aber woher nehmen, wenn wir es uns denn nicht aus den Rippen schneiden können? Auch der Deutsche Pflegerat, also so eine Interessenorganisation der zu Pflegenden und Pflegestationen sagt... Es ist einfach wunderschön, Philipp, oder? Das ist für alles... Wirklich für alles irgendeine kleine Organisation gibt, irgendein Verband, der Deutsche Pflegerat, quasi die Gewerkschaft der Krankenhauspatienten. Großartig, oder? Das okay. Ja, kann gut, man mal egal. Sacken lassen, also auf jeden Fall. Finde ich großartig. Also der ADAC der Patienten. Gut, warum nicht? Ja, die sagen, das Gesetz ist ein guter erster Schritt, verbessert die Situation, Signal an diese Berufsgruppe, wir haben euch gehört, wir nehmen das wahr, aber, und das kritisieren die, man muss halt neues Pflegepersonal gewinnen, der Beruf muss attraktiver werden, damit eben diese Stellen besetzt werden. Und da fordern sie, müssen die Pfleger in den Krankenhäusern und Altenheimen einfach weniger Dokumentation, Bürokram machen, weniger IT, sondern mehr Zeit bekommen, um wirkliche Pflege durchzuführen, damit die eben zufriedener sind, damit sie nicht aus dem Beruf rausgehen. Und sie sollen aus dem Büro raus. Raus aus dem Büro, ran ans Krankenbett. Und die Opposition hat im Bundestag einen anderen wichtigen Punkt, finde ich, kritisiert, der auch valide ist. Und da sagt der Pflegerat, das ist auch ein Problem. Nämlich, zwar haben die Krankenhäuser jetzt ein extra Budget für ihre Pflegenden, die sie auch komplett bezahlt bekommen, aber es ist unklar und es gibt keinen wirklichen Schlüssel, wie genau festgelegt wird, wie groß dieses Budget sein soll, sprich wie viel Pfleger man denn eigentlich braucht, wenn man 3 Patienten mit Demenz, 2 mit nah am Herzen, Blinddarm und so hat, wie viel Pfleger braucht man dafür? Da gibt es keinen wirklichen Schlüssel, das kann noch kommen, aber das ist sozusagen das Minus an diesem Gesetz. Gut, aber jedenfalls in der großen Linie würde ich schon sagen, ist das ein gutes Gesetz, weil es das Problem erkannt hat und weil es auch ein Signal setzt an die Krankenhäuser, nicht an der falschen Stelle zu sparen. Und Pflege ist einfach kein Feld, wo man sparen kann, ganz im Gegenteil. Und es kommt aus dem von uns oft kritisierten Hause von Jens Spahn. Das muss man auch mal sagen. So, jetzt kommen wir zu einem schönen Block, Philipp. Genau, wir haben das kleine Diesel-Update genannt. Ja. Es gibt mehr Fahrverbote, es gibt ein bisschen mehr Geld. Für die Nachrüstung irgendwann.
Genau. Fangen wir mal vorne an. Weiteres Fahrverbot, also Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele Städte jetzt schon vor diesen Fahrverboten demnächst betroffen sind. Jede Woche kommen ja so ein paar dazu. Jetzt sind es Gelsenkirchen und Essen. Also ab dem 1. Juli 2019 gelten in Essen in der Umweltzone Fahrverbote. Das sind 18 von 50 Stadtteilen. Die 50 Stadtteile gibt es in Essen. Das ist ja riesig. Das findest Krass. Du das Interessante daran? Ja. Wusste ich nicht. Ja, ich hab da Verwandtschaft, ich interessiere mich für Essen. Gut, hätten wir anders anfangen sollen. Nein. Essen hat 50 Stadtteile. Ja, ich finde das interessant. Und in 18 davon gelten die Berlin hat viel weniger Bezirke. Ja, egal. Okay, anyway, sogar Paris. Aber gut. Der Skandal ist natürlich, dass irgendwie durch diese Fahrverbotszone die A40 führt, ja, eine so die Schlagader im Ruhrgebiet. Ja. Und, die kommt immerhin schon aus den Niederlanden. Das muss wirklich eine wichtige Autobahn sein, habe ich im Deutschlandfunk gehört. Gut. Ja. Und das Fahrverbot soll eben gelten für Euro 4 Motoren, für Diesel, aber eben auch für Benziner mit Euro 2 und älter. Ach, das ist ja mal interessant. Okay, auch Benziner. Ja. Genau. Und ab dem 1. September 2019 soll eben auch das für Euro 5 Diesel gelten und davon werden betroffen sein wahrscheinlich gut 42.000 Fahrzeuge mit Euro 5 und Euro 4. Und da muss man natürlich jetzt schon die Frage stellen, Philipp, was wird das bringen? Ja, wenn man da eine Autobahn, muss man sich mal überlegen, eine Autobahn sperrt für bestimmte Benziner und für Dieselfahrzeuge, dann wo fahren die Leute dann her? Na, dann fahren sie natürlich ab von der Autobahn und fahren schön durch die 30-Zone und fahren hinter der Sperre wieder drauf auf die Autobahn. Wahrscheinlich. So, dazu hat Andreas Scheuer, unser viel zitierter Verkehrsminister, gesagt, Urteile wie diese gefährden die Mobilität von hunderttausenden Bürgerinnen und Bürgern. Niemand versteht diese selbstzerstörerische Debatte. Ja, genau. Mit anderen Worten, die Verwaltungsrichter sind schuld. Die Verwaltungsrichter sind ganz klar schuld, würde ich auch sofort unterschreiben. Da muss man jetzt aufpassen, ne? Wir wissen ja, Ironie im Internet funktioniert nicht, Philipp. Okay. Ironie im Internet, also oder Sarkasmus, das ist… Ist schwierig. Also war ironisch. War ironisch gemeint, ne? Also, ne? FDP-Bundestagsfraktionsvize Frank Sitter sagt, das Urteil sei unverhältnismäßig. Was halten wir denn von diesen Einschätzungen? Also Verwaltungsrichter sind schuld, sagt Scheuer, und FDP-Fraktionsvize Sitter sagt Urteil unverhältnismäßig. Ja, was denken wir darüber? Ich würde sagen Verwischung von Spuren, denn die Politik ist natürlich eindeutig mitschuldig an diesem ganzen Desaster, weil sie dieses ganze Desaster mit angesehen hat und nicht richtig kontrolliert hat über die Jahre. Und jetzt haben wir den Salat und jetzt sind auf einmal die Richter schuld, die Grenzwerte durchsetzen. Genau, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich zutiefst ungerecht, diese Richterstellung. Also zum einen können sich die Kolleginnen und Kollegen da am VG in Gelsenkirchen nicht wehren, ja, weil das ja nun mal irgendwie so Teil der Berufsauffassung ist, dass man jetzt nicht einfach dann als Richter eine Pressemitteilung raushaut und sagt, so ist es. Allenfalls die Pressestelle des Gerichts macht das und die reagieren halt auch nicht auf Statements von Politikern. Also das finde ich einfach zutiefst unfair, da quasi so ein Statement zu veröffentlichen gegenüber einem Gericht, das sich quasi nicht wehren kann. Und es ist auch in der Sache einfach ungerecht, denn was sollen sie denn tun? Ja, die Verwaltungsrichter wenden ja in diesem Fall, das haben wir ja, glaube ich, vor 2-3 Folgen mal auf der Lage live in Essen. Ja? Der Zufall will es. Auf der Lage live in Essen haben wir doch dieses Urteil nochmal ausführlich analysiert vom Bundesverwaltungsgericht, wo es nämlich genau um diese Frage ging, gibt es denn da überhaupt Spielräume für die Verwaltungsgerichte? Und das Bundesverwaltungsgericht hat den unteren Instanzen ziemlich klare Vorgaben gemacht, die das VG Gelsenkirchen jetzt letztlich nur umgesetzt hat. Genau. Und das merkt natürlich auch die Bundesregierung, dass Gesetze irgendwie da eine Rolle spielen und deswegen haben sie jetzt das Bundesemissionsschutzgesetz erneuert, wie wir das auch letztes Mal schon angekündigt hatten. Da gab es halt den Entwurf. Jetzt ist es im Bundestag verabschiedet worden und geltendes Gesetz. Im Bundestag schon? So schnell? Oder im Bundeskabinett? Kann das mal jemand googeln? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber genau, hier steht nämlich in der Überschrift, Bundesregierung hat verabschiedet. Ja, das klingt ja nach Koalition, nach Kabinett. Ich meine, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist relativ... Nee, so schnell geht das nicht in den Bundestag. Da gibt es Fristen. Nein. Okay, mit Ausschüssen aber, und so. Niemals. Aber das Kabinett hat es verabschiedet und es wird wahrscheinlich dann auch durch den Bundestag gehen. Nochmal zur Erinnerung, das wird sozusagen so hingebogen, dass Durchfahrtverbote oder Fahrverbote für ältere Dieselautos in diesen, sagen wir mal, belasteten Städten unverhältnismäßig sind, wenn sozusagen dieser Grenzwert des Jahresmittel von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft zwar überschritten ist, aber um nicht mehr als 10 Mikrogramm sozusagen. Wenn die über 40 sind, aber unter 51 Mikrogramm je Kubikmeter Luft, dann sollen Fahrverbote als unverhältnismäßig gebrandmarkt werden. Und das Umweltministerium hat nochmal klargestellt, nee, wir wollen hier keine Grenzwerte verändern. Was ja auch gar nicht geht, weil die europarechtlich vorgegeben sind. Sondern wir wollen mit diesem Gesetz eine Hilfestellung für Kommunen
geben, die klarstellt, dass in Städten mit relativ geringem Grenzwertüberschreitung Fahrverbote in der Regel nicht verhältnismäßig sind. So steht es auch im Gesetzestext und dazu muss man sagen, dass ist eine offene Rebellion gegen das Bundesverwaltungsgericht. Und da könnte man, wo die Bundesregierung also ganz klar die Vorgaben der Leipziger Richterinnen und Richter zu konterkarieren versucht. Und dazu muss man sagen, na gut, also natürlich könnte die Bundesregierung sagen, wir ändern jetzt mal das nationale Recht und das muss das Bundesverwaltungsgericht dann anwenden. Aber hier liegt ja der Spezialfall vor, dass das Bundesverwaltungsgericht letztlich eben gerade nicht Bundesrecht angewendet hat, sondern Bundesrecht schon unangewendet gelassen hat, unter Berufung auf europarechtlich zwingendes Recht. Ne? Und es gibt ja einen Anwendungsvorrang des Europarechts, das heißt auch, das Europarecht sticht quasi das Bundesrecht und die Bundesregierung versucht jetzt einfach letztlich diese Entscheidung aus Leipzig zu unterminieren. Ne? Versucht also die Entscheidung aus Leipzig in ihrer praktischen Anwendung durch die Gerichte zu stoppen, ja, indem sie einfach das Bundesrecht nochmal ändert. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert, aber die meisten Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter sind relativ europarechtsfit. Ja, das ist also jedenfalls so der Zweig der deutschen Gerichtsbarkeit, wo das Europarecht neben der Finanzgerichtsbarkeit vielleicht noch am besten sich auch durchsetzt in der Praxis. Ja, gerade Strafrichter sind da nicht immer ganz vorne dabei häufig. Und insofern bin ich da sehr, sehr skeptisch, ob dieser, ich sag mal, Taschenspielertrick der Bundesregierung tatsächlich bei den Verwaltungsgerichten ziehen wird. Bei den Städten wahrscheinlich schon. Da war es ja bislang schon so, oder bei den Kommunen generell, da war es ja bislang schon so, dass sie sich extrem gesträubt haben, zum Beispiel Fahrverbote zu verhängen. Aber ich bin da extrem skeptisch, ob die Verwaltungsgerichte sich da austricksen lassen werden. Das kann ich mir kaum vorstellen. Genau. Und auch für den zweiten Taschenspielertrick haben wir ein kleines Update. Und zwar hat sich Herr Scheuer nochmal mit Managern der Autoindustrie getroffen. Ah. Die Chefs sind nicht gekommen, sind so ein paar aus dem Vorstand gekommen, aber es ging nochmal um diese Nachrüstung. Ja, sollen also die Autokonzerne zahlen, um Autos nachzurüsten? Und da ist jetzt wohl so rausgekommen, sinngemäß, VW, Daimler und BMW haben im Prinzip so zugesagt, bis zu 3.000 Euro je Euro 5 Diesel zu bezahlen für eine Nachrüstung, aber auf keinen Fall vor 2020, weil Herr Scheuer sagt, vorher wird es keine Nachrüsttechnik geben am Markt, haben wir letztes Mal gesagt, ist Quark. Die Technik ist nämlich schon fertig, es fehlt nur noch an der Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt. Ja, was Scheuer unter Geschäftsbereich von Herrn Scheuer. Genau. Also da würde ich sagen, ist eindeutig Herr Scheuer am Zug, die Verordnung zu klären und diese Zulassung zu klären für die Technik, die es gibt. Dann, und das sagt auch die Bundesumweltministerin, dann ist es nämlich durchaus möglich, schon 2019 nachzurüsten. Aber gehen wir mal davon aus, dass es erst 2020 oder später möglich sein wird. Und da sagt die Industrie, ach, wisst ihr was? In der Zwischenzeit. Da kommen ja jetzt diese ganzen blöden Fahrverbote in ganz vielen Städten. Und wir haben euch da Autos verkauft, die dürfen da vielleicht nicht mehr fahren. Und die haben wir euch zwar erst vor 3, 4, 5 Jahren verkauft, aber wir machen euch folgendes Angebot. Ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Genau, das ihr nicht ablehnen könnt. Die Fahrverbote kommen, Nachrüstung gibt es vielleicht erst so in 2, 3 Jahren. Was macht ihr bis dahin? Wir gehen einfach zusammen zum Autoverkäufer. Ihr kriegt von uns 3.000 Euro auf die Hand und dann kauft ihr euch für 30.000 Euro ein neues Auto. Super Deal, oder Philipp? Das ist die sogenannte Umtauschprämie. Das ist wirklich, es ist so dreist, das ist so unglaublich dreist. Ja, und also, wie gesagt, also erst verschleppt das Wirtschaftsministerium die Zulassung dieser Nachrüstsätze, also dass überhaupt der Bedarf entsteht, neue Autos zu kaufen zu müssen, und dann trickst man noch mit in Anführungsstrichen nur 3.000 Euro für diese Umtauschprämie. Aber auch hier Kapitel Fair geht vor. Das gehört auch zur Vollständigkeit. VW investiert viele Milliarden in Elektromobilität. Also das war jetzt auch diese Woche. Die wollen bis 2023 44 Milliarden Euro in Elektromobilität, autonomes Fahren, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienste investieren. Finden wir gut. Verteilt sich natürlich schön. Also wenn da jetzt noch gestanden hätte Ökolandwirtschaft, Landmaschinen, Windelproduktion, dann könnte man sagen, 44.000 fließen in die Ökolandwirtschaft. Also du weißt nicht genau, wie viel davon sind jetzt wirklich Elektromobilität und welche sind einfach Digitalisierung. Aber es ist zumindest, sagen wir mal, deutlich mehr, 10 Milliarden mehr, als sie bisher für diesen Bereich geplant hatten. Da waren 34 aufgeschrieben. Und diese Investitionen machen jetzt immerhin oder werden ausmachen 30% ihrer gesamten Ausgaben in diesen Jahren. Und sie wollen die Fabriken in Zwickau, Emden und Hannover elektrifizieren und ab 2025 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr
auf den Markt bringen. Schauen wir mal. Also ich würde sagen, das geht in die richtige Richtung. Wir warten mal ab, was da passiert. Genau, wie gesagt, das war jetzt klar, die Rubrik Fair geht vor. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag, nämlich zu diesen Grenzwerten, von denen wir eben sprachen. In der Tat ist diese Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes noch nicht durch den Bundestag, wurde mir gerade zugetragen, ja, durch eine iMessage. Und zweiter Punkt, wir sind in den Kommentaren jetzt schon mehrfach gefragt worden, ob denn dieser Grenzwert, der da europarechtlich vorgegeben ist, diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, ja. Stickstoffdioxid ist es, glaube ich, ne? Oder Stickoxid, ja. Ob denn der überhaupt naturwissenschaftlich so in Stein gemeißelt sei. Ja. Denn da gibt es nämlich in der Tat wohl immer wieder Experten, Pulmologen und so, die jetzt sich in die Fernsehsendungen setzen und sagen, nein, willkürlicher Grenzwert. Was denkst du darüber? Ja, also es gibt, das habe ich auch schon überlegt, ob wir das mal anschneiden, es gibt durchaus akzeptierte, valide Wissenschaftler, die sagen, dieser Grenzwert ist aus der Luft gegriffen, er ist zu streng, ist einfach zu streng und der Grenzwert, wie er da steht, sei zum Beispiel für Asthmatiker völlig ungefährlich, in anderen Kontexten. Sogar für Asthmatiker. Sogar für Asthmatiker. Und dann umso mehr für gesunde Menschen. So, und in anderen Kontexten gelten sozusagen längst viel höhere Grenzwerte und niemand hätte sich hier darüber beklagt und beschwert. Das stimmt. Ja, aber ich glaube, diese Leute sind in der Minderheit. Die WHO, Weltgesundheitsorganisation, fordert eigentlich noch geringere Grenzwerte als diese 40 Mikrogramm. Es gibt Pulmologen, also Lungenärzte, die gesagt haben, endlich wird das mal durchgesetzt. Das ist wichtig, das ist gut. Aber man sollte nicht verschweigen, dass es anerkannte Wissenschaftler, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, gibt, die sagen, das ist zu streng. Ja. Das ist aus der Luft gegriffen. Das kann man so nicht halten. Das ist die wissenschaftliche Diskussion, die hat aber natürlich bei so einer Rechtsnorm, ja, von der wir hier sprechen, ja auch noch eine juristische Dimension. Da, denke ich, muss man zwei Dinge in den Blick nehmen. Das eine ist, solange dieser Grenzwert geltendes Recht ist, muss der umgesetzt werden. Da kann man dann politisch darüber diskutieren, ob man den ändern will oder auch nicht. Aber jedenfalls muss man den erstmal umsetzen. Es geht nicht an zu sagen, na, irgendein Professor hat aber doch ein Gutachten geschrieben und deswegen wenden wir das Recht jetzt nicht an. Das geht deswegen nicht, weil, und das ist die eigentlich spannende Frage, die dahinter steht, weil solche Grenzwerte in aller Regel nicht mit mathematischer oder naturwissenschaftlicher Präzision auf das Mikrogramm genau festzusetzen sind. Alle diese Grenzwerte sind letztlich Wertentscheidungen, politische Entscheidungen, wie viel Gesundheitsrisiko darf hingenommen werden im Interesse der Autofahrer und wo zieht man die Grenze. Das ist letztlich eine Folgenabwägung, eine Einschätzung des Gesetzgebers. Das heißt also, das kann man nicht mathematisch berechnen oder naturwissenschaftlich beweisen, welcher Grenzwert der richtige ist, sondern es ist eine Abwägungsentscheidung und die kann eben nur der demokratisch legitimierte Gesetzgeber treffen. Und weil das so ist, ist es auch so vergleichsweise sinnlos zu sagen, dieser Grenzwert ist jetzt naturwissenschaftlich nicht zweifelsfrei. Das mag ja sein, dann muss der Gesetzgeber möglicherweise seine Entscheidung revidieren, aber solange diese Entscheidung in Kraft ist, muss man die akzeptieren, eben weil es eine Wertentscheidung ist und weil das letztlich eine Frage der demokratischen Verantwortung ist. Wo zieht man die Grenze und wo nicht. Und genau. Deswegen denke ich, finde ich diese Diskussion um den Grenzwert nicht so wahnsinnig hilfreich, insbesondere in der Diskussion, brauchen wir jetzt Fahrverbote oder welche Maßnahmen müssen sonst getroffen werden. Der Grenzwert ist eben geltendes Recht und man kann natürlich politisch da sich vieles überlegen, aber erstmal muss man den akzeptieren. Aber es ist, finde ich, fair zu sagen, er ist nicht unumstritten. Nein, aber das ist gerade der Witz bei solchen Grenzwerten, dass das immer eine politische Entscheidung ist, welches Risiko nimmt man hin und wo zieht man die Grenze. Das ist nie mathematisch klar zu beweisen, sondern das ist eben, dann kann man sich noch die Frage stellen, ob diese politische Entscheidung quasi auf einem richtigen Verfahren beruht, ja, ob da die richtigen Sachverständigen gefragt worden sind. Aber letztlich, denke ich, muss man diese Entscheidung dann, wenn sie einmal gefallen ist, auch akzeptieren. Apropos gefallene Entscheidungen. Ja, wir haben ja letztes Mal in der Lage groß verkündet, dass der Sieg der Demokraten bei den ganzen Wahlen in den USA dann doch nicht so groß und umfangreich ausgefallen ist wie geplant. Das ist nicht so ganz richtig gewesen. Denn es gab noch zahlreiche Nachzählungen. Genau. Die Midterms, das ist der Witz dabei, die ja schon Anfang des Monats stattgefunden haben, sind immer noch nicht fertig ausgezählt. Und zwar sind die Wahlen in Florida, zwei Wahlen, die Gouverneurswahlen und die Wahlen zu, ich meine, einem der beiden Senatssitze von Florida, so knapp ausgegangen, dass erstmal maschinell neu ausgezählt wurde. In den USA wird ja viel mit Zählmaschinen gearbeitet. Also erst wurden diese Zählmaschinen neu gefüttert und jetzt sogar, weil das Ergebnis immer noch so knapp war, wird teilweise sogar von Hand nachgezählt, was auf mich persönlich einigermaßen absurd wirkt. Man könnte sich nämlich fragen, ob das nicht
tatsächlich einfach ein Problem ist, dass man dieser Technikgläubigkeit verdankt, dass man immer meint, man muss da technische Wahlgeräte einsetzen, also früher ja sogar Wahlcomputer, die erwiesen sich dann als hackbar und deswegen heute eben teilweise wieder mechanische Zählmaschinen. Ich frage mich, wieso zählt man nicht einfach von vornherein von Hand und fertig? Ja? Ich meine, das macht man ja in Deutschland auch so und normalerweise ist doch wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale ein vorläufiges amtliches Ämtergebnis ermittelt. Insofern finde ich das skurril, wieso das in den USA nicht passiert. Vielleicht weiß da ja eine Hörerin oder ein Hörer mehr und kann das in den Kommentaren zur Sendung mal kommentieren. Und bei diesen Nachzählungen hat sich jetzt halt ergeben, dass durchaus, sagen wir mal, verloren geglaubte Posten für die Demokraten auf einmal doch wieder in Reichweite gerieten. Ja. Und das versetzte dann Donald Trump in Alarmbereitschaft, der erst getwittert hatte, Riesenerfolg für die Republikaner, hurra, hurra. Und dann aber feststellte, oh, da wird ja nachgezählt, oh, die Demokraten holen auf. Und dann, sagen wir mal, ich will das mal ein bisschen paraphrasieren, warnte er vor dem Präzedenzfall, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen tatsächlich auch die Wahl gewinnen könnte. Das wäre ja furchtbar. Ja. Da haben wir extra die Wahlkreise so zugeschnitten, dass die Republikaner immer gewinnen, egal wie die Leute abstimmen. Und dann das. Ja. So, ja. Das ist ja furchtbar. Ich habe ja auch nicht gewonnen mit den meisten Stimmen. Genau. Ja. Ich habe ja auch, ich hatte auch 3 Millionen weniger. Genau. So. Kann nicht wahr sein. Also das ist so, und das ist so ein bisschen ein Witz gemacht über eine wirklich, wirklich bizarre Woche, weil das sagt der. Weil da einfach nichts anderes gemacht wird, als wir haben gewählt, da sind Stimmen. Es sind noch nicht alle ausgezählt, wir wollen alle Stimmen auszählen und Donald Trump setzt mehrere Tweets täglich ab und sagt, die Demokraten betrügen uns, die Demokraten manipulieren die Wahlen, die Demokraten klauen Wahlzettel, die Demokraten schütten Wahlzettel irgendwo rein. Ja, also in einer Tour hat er diesen ganzen Prozess quasi mit dem Spaten bekämpft. Genau, und zwar ohne jeden Beleg. Ohne einfach nur jeden Fake News. Beleg. Apropos Fake News, da haben wir noch einen letzten interessanten kleinen Fall aus den Vereinigten Staaten. Und diesmal geht es um Jim Acosta. Jim Acosta ist einer der Kämpfer gegen die Fake News. Er ist nämlich Korrespondent von CNN im Weißen Haus und hat sich während der Pressekonferenz immer mal wieder mit Donald Trump angelegt, indem er nämlich kritische Fragen gestellt hat. Das wird nicht so gerne gesehen. Und deswegen wollte ihn bei einer der letzten Pressekonferenzen Anfang des Monats die Praktikantin im Presseteam da im Weißen Haus das Mikro wegreißen. Ja, da gab es dann so eine interessante Szene, die auch gefilmt worden ist, wie sie immer nach diesem Mikro greift und er sie so sanft wegschiebt und so. Das war dann offensichtlich zu viel. Daraufhin hat ihm das Weiße Haus die Akkreditierung entzogen. Und die Begründung, warum das passiert ist, wurde dann immer wieder mal gewechselt. Ja, also es ging dann immer so darum, dass er die Würde des Weißen Hauses nicht eingehalten hätte und so. Dann wurde irgendwann sogar ein manipuliertes Video retweetet, also nicht selber vom Weißen Haus quasi manipuliert, aber ein manipuliertes Video wurde verbreitet, ja, durch Retweeten, in dem diese Szene wesentlich dramatischer dargestellt wird. Da sind irgendwie einzelne Bilder rausgeschnitten oder verdoppelt. Es wirkt ein bisschen rabiater. Ja, es wirkt viel rabiater, was der Jim Acosta da gemacht hat. Das hat, dieser Rauswurf von Jim Acosta hat zu einem Aufschrei geführt. Sogar Fox News, normalerweise ja quasi der Leib- und Magensender von Donald Trump, hat das kritisiert, dass Acosta eben nicht mehr berichten durfte aus dem Weißen Haus. CNN hat Donald Trump verklagt. Da gibt es jetzt also einen Case vor einem Federal District Court, der da heißt CNN versus Donald J. Trump. Und der Federal District Court, das ist so quasi die unterste Instanz der Bundesgerichtsbarkeit, hat jetzt tatsächlich auch eine einstweilige Anordnung erlassen, der zufolge Acosta einstweilen wieder zugelassen werden muss zum Pressekorps des Weißen Hauses. Aber der Richter hat gesagt, es ist ausdrücklich keine Entscheidung zur Reichweite der Pressefreiheit in diesem Fall, sondern es geht ihm um den sogenannten Due Process, also das faire Verfahren. Und er sagt, das Weiße Haus kann nicht willkürlich Akkreditierungen entziehen. Es muss ein Verfahren geben, nachdem solche Akkreditierungsentscheidungen getroffen werden. Und insbesondere, was eigentlich eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit sein sollte, insbesondere muss Jim Acosta angehört werden. Also man müsste quasi eine Art Verwaltungsverfahren starten, ihm einen Vorwurf machen, er müsste sich dazu äußern können und erst auf einer solchen Grundlage könnte man ihm theoretisch den Presseausweis fürs Weiße Haus entziehen. Das ist nicht passiert, deswegen darf er erstmal weitermachen. Aber der Fall ist natürlich noch nicht endgültig ausgestanden. Wir werden sehen, welche Spielregeln sich das Weiße Haus wird einfallen lassen. Ich würde sagen, das war die größte und längste Lage. Ein dickes Brett. Ein dickes Brett. Wir haben Danke zu sagen. Wir haben Danke zu sagen. Nett, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ganz tolles Publikum. Ganz tolles Publikum. Wir sind jetzt bei unserer Verabschiedung angelangt. Ich tippe das hier mal ein. Verabschiedung. Herzlichen Dank an Lukas Herzog und das Team vom Journalistischen Seminar. Das Team, das den Videostream heute Abend auf die Beine gestellt hat. Und natürlich auch Dankeschön an die Uni in Mainz, die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, bei der wir heute Abend zu Gast sind. Danke auch an das Team des Lehrstuhls von Professor Dr. Matthias Becker, die hier heute Abend Einlass und Saal-Security sehr professionell für uns übernommen haben.
Apropos Professor Becker, kleiner Programmhinweis der Uni Mainz an dieser Stelle auf die Serie Mainzer Vorträge zum Sicherheits- und Informationsrecht. Läuft das in der ARD um 18.40 Uhr? Nee, das läuft hier in der Uni Mainz, nur live and in person, Ach Philipp. So, okay. Der musste hin, ja, das ist noch so, das ist noch so mit Nachfolger der Lindenstraße und so. Oder was? Am Mittwoch, dem 28. November, kommt einer, der in der Datenschutzszene recht bekannt ist, ein Mann, dessen Name einen Ruf hat wie Donnerhall, Dr. Rainer Stenzel aus dem Bundesinnenministerium. Es kommt zum Thema die Automatisierung der Grundrechte. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Wer hier in Mainz oder Umgebung lebt und mal einen Insider aus dem Innenministerium hören will, komme doch gerne vorbei. Genau. Und noch ein Programmhinweis. Im Küchenstudio gibt es das Bücherradio Mein Freund der Baum. Und da ist eine neue Folge erschienen. Und an die Arbeit und Andreas Baum besprechen Yuval Hararis Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, soll sehr gut geschrieben, sehr lesenswert, sehr interessant sein. Hört doch mal rein. Hört mal rein. Link findet ihr in den Shownotes. Damit würde ich sagen, die Lage ist abschließend und ausführlich erörtert, Ulf. So ist es. Diese Woche Lage live in Mainz ist beendet. Schön, dass ihr alle da wart. Wir danken euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Wir trinken jetzt noch ein Kaltgetränk. Und den Menschen draußen an den Empfangsgeräten einen schönen Sonntag. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Auf bald. Ciao. So.